Du bildest heute. 19.02.2023, das Gebet mit Christian. Mach mal dein Mikrofon bitte. Geliebter himmlischer Vater, ich möchte dir danken, dass diese Menschen mit so viel Freude und Energie auf die Straße gehen und dort deinen Willen erfüllen, dass sie über ihren eigenen Schatten springen und wirklich 2 Stunden oder 3 Stunden auf sich nehmen, um etwas für andere zu tun. Und wenn ich sehe, wie weit sie anreisen, dann macht mich das sprachlos. Denn das ist etwas, wofür sie weltlich anscheinend nichts bekommen. Aber der geistige Segen ist immens. Und deswegen bete ich besonders für die Menschen, die dein Wort auf der Straße verkünden, die versuchen, andere Menschen zu inspirieren und sie an dich, und wenn es auch nur für einen kurzen Moment ist, zu erinnern. Vater, was wir hier alle tun, jeder leistet seinen Beitrag. Und doch gibt es eine Hauptaufgabe. Und die heißt, auf die Straße zu gehen. Die heißt, die Liebe, die man für die eigene Familie empfindet, auch Menschen zu schenken, die einem vielleicht auf den ersten Moment abstoßen. Aber Liebe hat nichts etwa, hat überhaupt nichts zu tun mit einer Gegenleistung. Liebe schenkt man und man ist nicht verantwortlich dafür, wie der andere sie aufnimmt. Und das ist ein unglaubliches Wesensmerkmal der Liebe, dass sie bedingungslos ist. Ich möchte fast sagen, bedingungsfeindlich. Denn wenn sie auf eine Gegenleistung aus wäre, dann wäre es nicht die Liebe, die unser Schöpfer bei unserer Schöpfung für uns vorgesehen hat. Vater, bitte lass vor allen Dingen auch die junge Generation heranwachsen, die diesen Staffelstab von uns übernehmen wird. Lass sie gedeihen in deiner Liebe, lass sie viele geistige Erfahrungen machen, damit sie diese Welt in das nächste Jahrhundert führen kann. Denn wir leben nicht ewig. Und ich spüre, dass meine Zeit nicht mehr allzu fern ist. Vielleicht noch 20, vielleicht 30 Jahre, aber dann dürfte meine Zeit auf Erden auch vorbei sein. Vater, und ich weiß nicht, wie viel wir erreichen können. Deswegen sollte jeder versuchen, so viel wie möglich zu geben an Zeit, an Hingabe, an Liebe, zum Wohle der zukünftigen Menschheit. Denn das ist, was in der geistigen Welt wirklich zählt. Wenn wir es nicht schaffen, hier ein Fundament zu legen, dann wird sich auch für die Seelen im geistigen Leben nichts ändern. Sie werden weiter in den Höllen darben, sie werden weiter von Leid und Schmerz geprägt sein. Und dann wird es nie ein wunderbares geistiges Leben mit allen Schöpfungen gemeinsam geben. Vater, wir müssen diesen Nachschub dieser üblen Menschen von Erden stoppen für die geistige Welt. Und dann haben wir genügend Zeit im geistigen Leben, uns um die zu kümmern, die zu hegen und pflegen, die dich zu Lebzeiten auf Erden nicht kennenlernen wollten. Aber solange dieser Strom des Bösen nicht unterbrochen wird, ist diese Aufgabe im geistigen Leben schier nicht zu bewältigen. Da bin ich mir sicher. Deswegen inspiriere jedes Herz, was hier heute in Zoom sitzt, damit es ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Hingabe, ein bisschen mehr Liebe für deinen Willen und für seine Mitmenschen aufbringt. Denn nur das ist, was letztendlich im geistigen Leben zählt. Ich bete dies im Namen deines Herzens und deiner Liebe. Amen. Danke. Danke. Ich habe eine Frage. Ja, Dennis. Said, du hast gesagt, als es um die mittleren Dimensionen geht und wenn da jemand kommt, der Licht hat, dass die Leute sich nur für das Licht des Einzelnen interessieren und dass sie sich aber nicht dafür interessieren, woher das Licht eigentlich kommt. Also für Gott, ist es denn so, dass in den mittleren Dimensionen sich niemand eigentlich für Gott interessiert? Oder ist es, man sich wirklich nur dafür interessiert, wenn da jemand kommt, der Licht hat, weil es halt schnell gehen könnte, sich das Licht in Anführungsstrichen zu nehmen? Oder gibt es da nicht trotzdem Wesen oder Menschen, die sich für Gott interessieren? Very good question. Ach, eine sehr gute Frage dann. His question is it like this? So you told when you are middle dimension, those people
only care for your light, but they don't care for God. Is it like this, that people in middle dimension generally are not interested in God? Or are there a few people who are, even though they are middle dimension, are interested in God? Also in middle dimension, there are people. Auch in der mittleren Dimension gibt es Menschen, Leute, Wesen, who gonna wake up. Die dort aufwachen werden. And they come to realize, und sie dann realisieren, why this light person is here. Warum diese Lichtperson hier ist. It means, das bedeutet, possibility is in middle dimension, possibility is in the hell. Die Möglichkeit dieser Realisation ist in der mittleren Dimension, in den Höllen. Everywhere this possibility. Überall ist die Möglichkeit dafür da. The moment you realize, der Moment, in dem ihr das realisiert, you have a possibility from middle dimension to go away. Habt ihr die Möglichkeit, von der mittleren Dimension wegzugehen? Also in die Hölle. Auch von der Hölle. But only. Aber nur. Timing is different. Die Zeit dort ist anders, ja. In this life, in diesem Leben hier auf Erden, 80 years, in 80 Jahren, you can reach million and billion year high speed, kannst du ein Wachstum von Milliarden und Trilliarden von Jahren schnell erreichen. Aber in der geistigen Welt, you have no body. Da hast du keinen Körper. They need then billion years. Dort brauchst du Milliarden von Jahren, wortwörtlich, um eine Dimension. Ja, oder um dieses Wachstum zu erreichen. Das ist so ein langsamer Prozess, ja. You will be happy there. Wirst du glücklich sein dort? You will remember. Du wirst dich dann erinnern. I use my body. Du wirst dich dann erinnern. Ach, ich habe meinen Körper benutzt. For my goal to reach it. Für meine Ziele, damit ich die erreiche. To have a power. Damit ich Macht erreichen kann. To have a possession. Damit ich Besitz anhäufen kann. To have everything. Damit ich alles haben kann. But this everything was limited. Aber all das, das war begrenzt. And I did not use my body for the purpose where I could be free in eternity. Aber ich habe meinen Körper nicht für diesen Zweck benutzt, für den ich jetzt im geistigen Leben benutzen werden wollte. So I could be free. Damit ich frei sein kann. So possibility is every dimension. Die Möglichkeit ist in jeder Dimension da. Ja. Yes. So, but how many realize? Aber wie viele realisieren das, setzen das wirklich um? Also in this world. Auch in dieser Welt. After 1,000 people, one person comes to us. Nach tausend von Menschen, die wir ansprechen, kommt eine Person. To want to have this journey. Die diese Reise antreten wollen. So possibility will be always there. Die Möglichkeit ist also immer da. And I will come to you, Dennis, and I will give you a lecture, but not politics lecture. Ja, Dennis, und ich werde zu dir kommen. Ich werde dir einen Vortrag geben, aber keinen politischen Vortrag. Das ist gone. Das ist weg. I give you spiritual education. Ich gebe dir geistige Führung. And then I go back. Und dann, okay, dann, danke. Yeah. I will be there. Und dann ich werde da sein. But then to work. Aber um zu arbeiten. To bring revolution. Um diese Revolution zu bringen. The meaning and purpose of life. Die Bedeutung und der Sinn des Lebens. This will be in your hand. Das ist in deiner Hand. Yeah. Ja. Possibility is every dimension. Die Möglichkeit ist in jeder Dimension. Ja. Yeah. That's right. Ja, das ist richtig. Ja. Noch jemand? Wenn keiner will, dann mache ich weiter gerne. Ja, Hartmut. Ich möchte euch gern zwei Erfahrungen mitteilen. Zeit hat uns eben gesagt, dass wenn wir uns auf Gottes Weg machen, ist die Familie die nächste Menschengruppe, mit der die wir auch zu Gott bringen mögen, und dann geht es weiter in die Gemeinde und bis hin zur Nation und bis zur Welt. Ich habe gemerkt, dass ich die zweite Stufe, und zwar die Familie, meine leibliche Familie, dass ich die besser überspringe, weil im Gegensatz zu euren Erfahrungen ist es nicht in jeder Familie so, dass man das ohne weiteres teilen kann. Teilweise entwickelt sich das zu einem unüberwindbaren Hindernis. Und meine Erkenntnis ist, dass wir
uns der Menschenfamilie, die sich jetzt dass ich nicht meine ganze Energie auf die biologische Familie lege, sondern es wird sich eine menschliche Familie entwickeln, die ähnlich denkt und ähnlich offen ist. Und diese Gespräche sind sowas von fruchtbar und angenehm, das durfte ich gestern erfahren. Punkt 1. Punkt 2 ist, wir haben gestern einen über 4-stündigen Vortrag bekommen über die Ereignisse, die sich in diesem Jahr in Deutschland abspielen sollen. Mit Vorboten, die jetzt schon sichtbar sind. Und die Änderungen sollen gravierend sein. Als ich dann gefragt habe nach der göttlichen Anbindung, hat mir diese Person in einer unheimlichen Ruhe mitgeteilt, dass sie immer über ihren gesamten Lebensweg eine göttliche Schöpferanbindung hatte und dass diese Anbindung ihr die Kraft gegeben hat, auch den Kindesentzug, den sie persönlich erlebt hat durch das System, zu tragen. Und ich habe in dieser Gruppe dann auch von der neuen geistigen Bewegung und von dem neuen Messias erzählt, der 2000 das erste Buch hier in Deutschland in die Öffentlichkeit gebracht habe und habe das ein bisschen ausgeführt. Und es war ein Interesse da, dass eine unserer nächsten Veranstaltungen in Lichtenau sich genau mit dieser geistigen Entwicklung der Menschheit befassen soll. Und ich bin zuversichtlich, dass wir entweder mit dir Zeit oder mit Moses hier in den nächsten Wochen, vielleicht auch sogar vor oder um das Seminar herum, hier eine Begegnung organisieren können. Das heißt, die Menschen, die diesen Wandel in der Gesellschaft spüren, erkennen, die wandeln und die suchen auch nach dem geistigen Weg. Und auf der Straße findet man die nicht. Das sind diese besonderen Menschen, die von dem einen als Querdenker, von dem anderen als Ehrbürger und so weiter bezeichnet sind. Die sind massiv auf der Suche. Und in diesem Klientel, da ist es nicht jeder Tausendste, der offen ist. Da ist es mindestens jeder Zweite oder Dritte, der gerne Angebote und Antworten bekommen möchte. Und da sehe ich ein wesentlich größeres Potenzial, schneller, intensiver und auch nachhaltiger zu wachsen. Wie wir das heben können, das weiß ich noch nicht genau. Aber ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir da was bewegt kriegen. Ja, super. Wenn du nimm ein paar Schritte, dann du weißt auch. Wenn du ein paar Schritte nimmst, dann weißt du auch, ja? Kommt mehr Inspiration. Kommt da mehr Inspiration, ja? Ja. Ja. Aber ich bin immer bereit. Ich bin immer bereit. Und du? Ich bin auch immer bereit. Ja, wo du bist, gehe ich auch hin. Ja, guck mal her. Ja. We are buddy here. Ja. Also wir sind ja am 4.3. ist ja das Seminarbeginn. Die Frage ist, ob wir für den 3.3., das ist der Freitagabend, ob wir den mal als Termin anpeilen können. Dazu müsstet ihr mir mal ein Okay geben. Ja. Wunderbar. Ja, wunderbar. Perfekt. Wunderbar. Ich würde gerne... nickt auch, also gehe ich mal irgendwie freitags abends um 18 Uhr. Wir sind hier in einem Seminarvortrag, das geht in die ganze Welt, mach das bitte woanders. Ist doch wunderbar, das kann doch für andere auch als Vorbild. Mit dem Termin genau, meine ich. Ach so, okay, aber das kriegen wir schon hin. Das andere war super. She said, this time for this lecture, he shouldn't announce publicly because she don't want. Nee, warum kann ich? Warum kann das nicht öffentlich in die Welt kommen? Ich meine, wir haben keine Corona-Regeln, kein gar nichts. Er kann. Ja, ja, kann er noch öffentlich sagen. Wir gehen auf nicht. Ja. Warum nicht? Ja. Wir können nicht verstecken. Ja, wir sollen uns nicht verstecken. Weil, also da ist doch gar kein Problem. Nee. Es gibt keinen Anschlag oder so. Ja. Das ist keine Corona, das ist gar nichts. Kein Corona, kein gar nichts. Ja, jetzt kann man doch alles öffentlich wieder sagen. Richtig. So, und bitte mach Freitag und. Freitag, ja. Und ich bin da. Ich bin da, ja. Die Menschen suchen und warten auf Antworten. Sie wissen nicht, wie es dann weitergeht, wenn die Religion und die politischen Parteien an Bedeutung verlieren werden.
Ja, ich der kann ein Thema nehmen und ich spreche über dieses Thema. Ja, ihr könnt ein Thema nehmen und ich spreche über dieses Thema. Ja? Dieses politische Thema oder geistige Thema. Ob das ein politisches Thema ist oder ein geistiges Thema. Oder religiöses Thema. Oder ein religiöses Thema. Ich spreche alles. Ich spreche über alles, ja. Und der hat auch Zeit mit mir wissenschaftliche Fragen stellen. Die haben auch Zeit mit mir wissenschaftliche Fragen zu stellen. Alles möglich. Alles ist möglich. Ja. Und ich bringe meine Zeit. Okay. Und ich bringe meine Zeit, ja? Ja. Grenzenlose Zeit. Grenzenlose Zeit. Ja. Weil Amerika, der hat mich, ich habe einen Mann getroffen, ich wollte über Gott sprechen. Er hat gesagt, Zeit ist Geld, ja? In Amerika habe ich einen Mann mal getroffen, der hat gesagt, New York. Ich wollte über Gott sprechen, er hat gesagt, Zeit ist Geld. I said, really? Er hat gesagt, wirklich? I'm a very rich man. Ich habe gesagt, wirklich? Er hat gesagt, ja, ich bin ein sehr reicher Mann. Ist ja okay, dann ist okay. Du hast gesagt, ja. Yeah. Ich habe gesagt, ich bin ein sehr reicher Mann. Ist ja okay. Er hat gesagt, ja, okay. Then I'm ready to listen. Dann bin ich bereit, dir zuzuhören. We went to McDonald's. Dann sind wir zu McDonald's gegangen. I gave him 3-hour lecture. Ich habe ihm 3 Stunden Vortrag gegeben. And after he was expecting, maybe I give him something. Und danach hat er erwartet, dass ich ihm was gebe. I said to him, then goodbye. Und ich sagte auf ihn dann auf Wiedersehen. He said, I told you. Und er sagt, ich habe dir doch gesagt. Time is money. Zeit ist Geld. I say yes, and I have so much time. That's why I'm a rich man, you know. Und ich sagte ihm, ja, und ich habe so viel Zeit, deswegen bin ich ein reicher Mann. Yeah. So this black American was saying many bad words. Und dieser schwarze Amerikaner sagte dann viele schlechte Worte. Yeah, and then he went away. Und dann ist er weggegangen. I'm gonna bring so much time, Hartmut. Ich werde dir so viel Zeit bringen, Hartmut. Okay. Ja. How much they want? So viel sie wollen. And I'm happy. You just let und ich me bin glücklich, ja? Lass mich einfach nur wissen. Yeah. Wherever people are, there we go. Wo auch immer die Leute sind, dort gehen wir hin. That's a blessing for us. Das ist ein Segen für uns. Okay. Okay. Other question. Noch eine andere Frage? Don't worry. Ich komme nur gut. Okay. Okay. Ich hätte sonst noch eine andere Sache. Ja. Und zwar könnte ich mir auch gut vorstellen, vielleicht so ein Hörbuch aufzunehmen. An wen muss ich mich damit wenden von euch? An den professionellen Sprecher Sander. Und wenn du ein Buch haben möchtest, dann kann ich dir gerne sagen, was noch frei ist. Okay, super. Auf Englisch, auf Deutsch. Und wenn du eine andere Sprache beherrschst, darfst du auch gerne die machen. Gerne auf Deutsch. Und ja. Auch Christiana, sie will bieten. Hast du was ja. Aufgabe? Wenn, also, warte mal. Ja? Mama? You have something? Ja, ich würde ganz gerne, von denen, die sind gerade alle belegt, aber ich hätte ganz gerne von den Englischen, die Moses und Simon gesprochen haben, die, ich hätte gerne weibliche Stimme. Die Annette macht schon sehr viele Bücher. Ach, Englisch magst du nicht? Nein, da sind meine Fähigkeiten nicht gut genug. Nein, aber es gibt von diesen auch noch, die haben Englisch gesprochen, du sollst die deutsche Version sprechen dazu, als weibliche Stimme. Mama, erstmal die Bücher, die wir noch gar nicht haben. Die sind aber alle schon verarbeitet, die sprechen alle schneller, als ich übersetzen kann. Kann sie doch auf Deutsch sprechen. Ja, ein Herz für Gott, 3. Ist schon, das macht schon die Iris, das macht die Elisabeth, die sind so schnell, die sind schon beim 5. Band. Okay. Ja, also, die sind schneller, als ich den Pinsel schwingen kann. Vielleicht, Nadine, nimmst du die Nummer von meiner Mutter oder ich kann sie dir schicken und dann schreibt Mama, sie schreibt dir dann und dann sagst du ihr ganz genau, weil du weißt ja am besten, was. Ja, ich gucke durch und dann sage ich Bescheid, welches Buch ganz gut wäre. Okay, alles gut. Mache ich kurz, ja. Dann schreiben wir. Oder ich hätte eins, aber das ist noch nicht fertig. Aber du könntest mit Mohammed anfangen. Ich habe schon gehört, dass sich dazu noch keiner bereit erklärt hat, aber ja, kann ich machen. Du wirst viele Freunde haben in der geistigen Welt. War nur Spaß. Vielleicht Mohammed kommt zu dir, der hübsche Mann. Ja. Ich meine, das Buch, das ist gerade erst im Entstehen, aber ich habe die ersten 10 Kapitel eigentlich fertig.
Ja, für mich sind sie okay, da wird jetzt auch nichts mehr dran geändert, da geht es nur noch um ein paar Namen. Und wenn du da schon sprichst, wäre das eine tolle Geschichte. Ach so, ich dachte, die Verbrecher. Mohammed, der größte Prophet, ja. Ist ein wunderbares Buch. Ja. Komm, korrigieren wir dir den Namen und dann kannst du gerne das Hörbuch dazu machen. Mohammed wegen alle hübschen Männer von Arabien. Ja. Mohammed bringt alle hübschen Männer aus Arabien dann zu dir, ja? Und die reichen Männer. Ja, und viele reiche Männer. Ja, das ist sehr schön. Ja. Ja, das ist wunderschön. Ja. Das, nach du gestartet sowieso. Wenn du das noch machst, wow, wunderbar. Hey Zahid, ich hätte noch mal eine Frage jetzt gerade, weil du gelacht hast wegen Mohammed und so. Wenn wir beten, dass die früheren Propheten auch in der geistigen Welt, dass das alles besser werden soll, haben wir da eine Auswirkung und können wir das machen? Nein. Wir nicht beten zu Propheten. Wir beten nicht zu Propheten. Wir beten zu Gott. Wir beten zu Gott. Dann wir erfahren. Und dann fragen wir, dass Prophet sollte helfen uns wegen Gott. Dass die Propheten uns helfen sollen wegen Gott. Wegen Gott. Aber wir beten nicht zu Propheten. Wir beten nicht zu Propheten. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich habe gemeint, dass das Schicksal der Propheten in der geistigen Welt sich bessert, weil die hier schlechtes Karma für sich hinterlassen haben. Wir haben kein Karma, aber weil das ist ein hinduistisches Konzept. Aber ich habe deine Frage verstanden. He is asking. Ja, ich habe verstanden. If you can pray to God that their situation gets better. Wenn du eine bessere Situation für sie möchtest, then do the will of God and say you want also prophetic dann, advantage. Tu den Willen Gottes und hab dieses Verlangen, dass auch den, dann wird, tu den Willen Gottes und dann wird es dem Propheten auch besser gehen. Nein, you ask. Tu den Willen Gottes und dann frag, dass es dem Propheten besser gehen soll. Then Islamic spirit gonna work with you. Dann werden auch islamische Geistwesen mit dir arbeiten. And it gonna help them. Und werden ihnen dann helfen. Like this book coming. So wie dieses Buch. Is possible. So wie dieses Buch, ja, was wir jetzt schreiben, auskommt. Ja, dann ist es möglich. Yeah. Like a Sandra, Jesus helping. So wie Jesus working with Sandra. So wie Jesus mit Sandra arbeitet. Und bringt more people. Und mehr Leute bringt. Yeah. It helps Jesus too. Yeah. Hilft das auch Jesus? Ja. Yeah. It's possible. Das ist möglich. Ja. Yeah. Ja? Ja, bitte. Noch jemand? Bitte frag mal. Maybe Taylor hat eine Frage. Vielleicht. Taylor, want to know something? Jesse, hat Taylor vielleicht eine Frage? Vielleicht möchte er ja was wissen. Ja, der Taylor hat vorhin was mich gefragt, aber du hast geredet, darum habe ich ihm gesagt, er musste warten. Er ist jetzt, aber die Frage. Ja. Warte ganz kurz. Marion, Kinder hat Question. Marion, haben wir ja. Jemand Fragen? Okay. Alle wunschlos glücklich. Okay. Eva, hast du vielleicht noch eine Frage? Liegt dir noch was am Herzen? Ja. Ja. Ask anything. Ja, ihr könnt alle Fragen stellen. Jemand? Mary? Mary? Ich. Hallo! Hast du eine Frage? Ja. Ja, okay. Ja. Okay, was hast du Frage über Gott? Eine Frage? Du wolltest ihn noch fragen. Wo ist Gott heute? Schmetterling. Hä? Schmetterling bin ich. Ah. Schmetterling ist. Ah, okay. Okay. So redet Gott nie. Ja, sicher. Was ist er? Why is God always not talking? Ja? Ja. Ja. Und Gott packt dich wieder in die Tasche?
Pack Gott dich wieder in die Tasche. Du hast eine Dorn. Okay. Alles klar. Der Emil hatte noch eine Frage, glaube ich. Wollte Taylor? Nee? Nee, Taylor hat keine Frage, glaube ich. Okay. Nee. Emil, ja? Ja, Emil. Also es ist keine Frage, es ist ja auch Frage. Ja. Ohne den Fall von Luzifer würden wir uns, die Menschen, gar nichts weiterentwickeln, sozusagen. He is asking, if Lucifer did not fall, would mankind be... So he sees like this, because Lucifer fell, we were able to develop further. Or is it like this, if Lucifer would not have fallen, that we would not develop further? Nein, nein, nein. Nein, das stimmt nicht. Aber wenn du lade uns ein in Jugoslawien. Aber wenn du uns nach Jugoslawien einlädst. Wann ist dein Haus fertig? Wann ist dein Haus fertig? Dieses Jahr wird fertig. Im Sommer. Im Sommer wird es fertig. Dann wir gehen deine Land. Ich glaube, 6-7 Leute wir gehen. Dann gehen wir in dein Land, 6-7 Leute. Und wir geben dir die gute Nachricht. Und wir geben diese gute Nachricht dann. Ja. Ja, okay, danke schön. Bitte schön. Okay. Bitte? Noch jemand? Ja, ich hätte doch noch eine Frage. Hört man mich? Ja. Und zwar, wie sieht das aus, wenn diese eine Weltfamilie gegründet ist, also komplett? Was passiert dann in den anderen Dimensionen, also in den geistigen Dimensionen? Hat das Auswirkungen darauf? Ja. What happens when One World Family is really established in the world? What kind of a result will this bring in other dimensions, in the spiritual world? Very much. Sehr viel. First of all, zuerst einmal, no spirit will go in the hell. Kein Geistwesen wird mehr in die Hölle gehen. Yes. Yeah. And realization will be in spiritual world. Und in der geistigen Welt wird auch Realisation da sein. And evil dimension gonna be more limited actually. Und die bösen Dimensionen werden noch begrenzter werden. And good dimension has more chance. Und die guten Dimensionen haben mehr Chancen dann. For example, Zum Beispiel, you have ancestors. Du hast Vorfahren. And if you work for God or you work for this mission, wenn du für Gott gehst und für diese Mission, they will get also advantage. Dann werden auch diese Vorfahren Vorteile erhalten. Yes. Ja? Many things possible. Viele Dinge sind dann möglich. If one family were established. Wenn die eine Weltfamilie etabliert ist. That is like a revolution. Das ist dann wie eine Revolution. Yeah. Ja. Ja, das sollte uns doch allen Mut machen, also richtig auf die Straße zu gehen und für Gott wirklich da zu sein. Ja. Yes. You save God, mankind. Du hilfst Gottes Menschheit. Kinder. Du rettest sie, seine Kinder. And your family will be also get all the advantage. Und deine Familie wird auch viele Vorteile bekommen. Und du wohnst in der Nähe von Elisabeth. Du kannst gerne dich mit ihr in Kontakt setzen, wenn du den Wunsch hast. Ja, ich weiß, Elisabeth sagt es schon. Aber die ist deine Anlaufpartnerin in dieser Hinsicht. Ja. You get many changing will take place if one family world will build here. Viele Veränderungen werden hier stattfinden, wenn nee. When one family world wenn die eine Weltfamilie errichtet ist, is gonna go extreme benefit in spiritual world. Dann wird ein extremer Vorteil in der geistigen Welt kommen. For your ancestors. Für deine Vorfahren auch. And they will be very happy. Und sie werden sehr glücklich sein. Maybe they come to you. Vielleicht werden sie auch zu dir kommen. For the Dankeschön. Um dir zu danken. Because many people are here, her ancestors came. Denn hier sind viele Leute, dessen Vorfahren sie schon getroffen haben. And they are very happy. Und diese Vorfahren waren sehr dankbar mit ihnen. Was a very good question. Das ist eine sehr gute Frage gewesen, Eva. Ja. Noch eine Frage? Noch eine Frage, Eva? Ja, mir liegt es am Herzen, also dass alle wieder zurückkommen, also alle Menschen. Und dann bin ich dafür. Und ich denke dann immer an diese Dimension. Das hat mir am Anfang ein bisschen Angst gemacht, weil weil ich gedacht habe, das ist nicht gut, das ist
ja, Gott liebt doch alle und wir wollen doch alle zurück. Und dass dann in der geistigen Welt diese Chance nicht so gegeben ist, die ja nicht so schnell gegeben ist, dass das so lange dauert für die. Und das macht mein Herz zu. Oder ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, das tut mir weh. Kann ich das so richtig erklären? If you give your time for God children, wenn du deine Zeit für Gottes Kinder gibst, then it's possible very quickly for them, dann ist es sehr schnell für sie möglich, to go better, in eine bessere Welt zu gehen. And let's say you come seminar. Und angenommen, du kommst zum Seminar, ja? Yes. You all and sister getting permission by angel to come. All deine, ja. To come to attend seminar. All deine Vorfahren bekommen dann die Chance, bei diesem Seminar mitzumachen. And to have a light. Und auch Licht zu erhalten. Yes. Ja? This happened many people here. Das ist mit vielen Leuten hier schon passiert. The ancestors came. Auch ihre Vorfahren sind gekommen. The key we have who are living on earth. Den Schlüssel haben wir, diejenigen, die auf Erden leben. Yes. Ja? We can make possible. Das können wir möglich machen. Yeah. Ja. Super. Yes. Dankeschön. Bitte. Ich habe gerade wie so ein Déjà-vu gesehen, dass wenn eine Weltfamilie wieder da ist, dann wird auch das Problem mit dem Juristischen, der Rechtsstaat und alles wieder alles hier sein. Das alles kam mir gerade wie so ein, das habe ich gespürt, dass ein das damit zusammenhängt. One family world. Die eine Weltfamilie. We don't need police. Da brauchen wir keine Polizei mehr. We don't need lawyer. Wir brauchen keine Anwälte mehr. We don't need court. Wir brauchen keine Gerichte mehr. We don't need army. Wir brauchen keine Armee mehr. We don't have Germany, Holland like this country. Wir haben dann nicht mehr Länder wie Deutschland, Holland und so weiter. We have a one family. Wir haben dann eine Welt von mir. We don't need this. Wir brauchen das dann nicht mehr. What will we politicize in a one family world? Was wird dann bis eine Polizei geben in der einen Weltfamilie? Our Gewissen. Die Polizei wird dann unser Gewissen sein in der Einweltfamilie. Light of our conscience. Das Licht in unserem Gewissen. We know what we are doing. Und wir wissen dann, was wir tun sollen. And I saw the conscience light was so intensive. Ich habe gesehen, dass das Licht des Gewissens so intensiv war. In the one family world. In der Einweltfamilie. Nobody want to hurt nobody. Keiner wollte den anderen mehr verletzen. Yeah. Nobody want to give pain nobody. Keiner wollte den anderen Schmerz zufügen. Yeah, this is all what we have now. This was not there. Alles, was wir jetzt haben, das war dann nicht mehr da. In spiritual, in the ideal world. In der idealen Welt. In the kingdom of God. Im Königreich Gottes. People wanted to give you some everything. Die Leute wollten dir alles geben. But nobody want to have. Aber niemand wollte etwas nehmen. Houses were written. Auf den Häusern stand geschrieben. This is not my house. This is your house. Das ist nicht mein Haus. Das ist auch dein Haus. Door was open. Die Türen waren offen. There was no a key was there. You can open anytime. Dort gab es keine Schlüssel mehr, die du brauchst, oder Schlösser, sondern du konntest die Tür jederzeit öffnen. Yeah, the house you can go. In jedes Haus konntest du gehen. It was written in the cars. I don't need this car. If you want, you can drive. You can bring back. Dort stand auf den Aussichten. Ich brauche dieses Auto nicht. Wenn du willst, kannst du es nehmen und dann wieder zurückbringen. Everything was free. Alles war umsonst. I even saw in one family world. Ich sah selbst in der Einweltfamilie. So much blessing was. So viel Segen gab es. Every shopping center was written. If you have no money, you don't need to pay again. In jedem Einkaufszentrum stand geschrieben, wenn du kein Geld hast, musst du auch nicht bezahlen. Just take things and go. Nimm einfach die Dinge und geh. Was a wonderful world. Das war eine wundervolle Welt. Yes. Ja? People was walking. Die Leute liefen. Walking. Sind gelaufen. Laufen and they saw your face and they know what going on with you. Like die this. Haben dein Gesicht gesehen und wussten dann sofort, was bei dir passiert. Und tausend Leute waren ready to help. Und tausend von Leuten waren bereit, dir zu helfen. Next seminar, I can tell you what will happen in the one family world in future. Nächstes Seminar kann ich dir sagen, was in der Einwohnerfamilie in der Zukunft passieren wird. I can speak hours what I saw. Ich kann stundenlang sprechen darüber, was passieren wird. And I was flying. Und ich flog. Und ich habe gesehen. Und ich habe das alles gesehen. Not only 100 years. Nicht nur 100 Jahre. I God took me 10,000 elf in future. Gott nahm mich mit bis in das Jahr 10,011 in die Zukunft. This earth was paradise. Diese Erde war das Paradies. Yeah. Yeah. Okay. Yes. Die Gabi hat noch mal eine Frage. Ja, bitte Gabi. Ja, bitte Gabi. Ja, David? Wer,
gilt das jetzt nur für die Vorfahren, die 7 Generationen, oder auch für die Kinder? She's asking, is this only for the ancestors? They can come to the seminar, or also for the children? For children. Auch für Kinder. For children. Für Vorfahren, für Kinder. And if you bring some stranger? Und wenn du einen Fremden bringst? This will be also your family in spiritual. Dann wird das auch deine geistige. Real. Every possibility. Jede Möglichkeit ist das. That's why I like to go everywhere. You know? Deswegen möchte ich auch gerne überall hingehen. Romania, here, dort. If we find 10 people, this will be great. Wenn wir 10 Leute finden, dann wird das großartig sein. There's a great prophet here, Atta. Hier ist ein großartiger Prophet, Atta. He brought so many people in Africa. Er hat so viele Leute aus Afrika gebracht. And they joined. Und die sind uns beigetreten. India. Indien. Many countries. Und viele Länder haben das, hat er das getan. In 1 year. In einem Jahr. 1000 people joined one family. Sind Tausende von Menschen der Einwahlfamilie beigetreten. Because of this man. Wegen diesem Mann. And they were promising. And they joined one family. Und die haben ihm das versprochen, diese Einwahlfamilie. He had many spiritual children. Er hat viele geistige Kinder. In spiritual world. In der geistigen Welt. He is prophet. Er ist ein Prophet. You can be prophet too. Ihr könnt auch Propheten sein. Yeah. Prophet means you speak with God. Propheten bedeutet, dass ihr mit Gott sprecht. Can you imagine if 1 year, every year we get 1000 people in one family world? Könnt ihr euch vorstellen, dass wir jedes Jahr 1000 Leute in die eine Weltfamilie, neue Leute in eine Weltfamilie bekommen? So that means I'm 45 years in Germany. Ich bin seit 45 Jahren in Deutschland. So if every month get 1000 people. Wenn wir jeden Monat 1000 Leute bekommen. I would have 45,000 people here. Dann hätte schon 45,000 Leute hier. But it's not possible. Aber das ist nicht möglich hier. But the other country possible, they never meet me personally. Aber in anderen Ländern ist das möglich, weil sie mich nie getroffen haben. Obwohl sie mich nie getroffen haben. They follow because of God. Sie folgen wegen Gott. They follow because of their teaching actually. Sie folgen wegen der Lehre. The which came now. Die jetzt kam. Yeah. Ja? So it's possible. Das ist also möglich. What is her name? Was, Eva? Eva. You not only can save your ancestors. Eva, du kannst nicht nur deine Vorfahren retten. You can save Germany. Du kannst ganz Deutschland retten. You can save whole world. Du kannst die ganze Welt retten. But not only talking, you know. Aber nicht nur durch Reden. We have to do something. Wir müssen auch etwas tun. For the will of God. Für den Willen Gottes. Yeah, then it's possible. Dann ist das möglich. Yeah. Okay. Ja, Gabi? Ich wollte noch mal fragen, ob muss ja jetzt nicht in dem Rahmen sein, aber vielleicht, oder im Seminar hat er darüber sprechen, welche Auswirkungen macht die Spritze auf die Seele eventuell, ob es da überhaupt eine Wirkung gibt? Und wenn ja, welche? Das Syringe, das Spritze, Injection, what you get, das have one... Does this have one result on your spirit too, or only on your body? You mean Corona? Meinst du die Corona-Spritze oder meinst du allgemein? Nee, Corona meinst du. I will not speak because then they're gonna delete my this lecture. Ja, darüber werden wir nicht sprechen, weil sonst werden sie meinen Vortrag löschen. Okay. Ja? Yeah? Okay. Ja? Yeah? Because they delete my many. Weil viele von meinen Videos haben sie gelöscht. Yes, but I tell you honestly, I did not took. Aber ich sag dir ehrlich, ich habe es nicht genommen. Fertig aus. It's all up to you. Jetzt hängt es nur noch an euch. Yes. Okay. Okay, Adam. Sahid, ich habe noch eine Frage. Der Adam hat sich vor dir gemeldet. Go ahead. Norman war da? Norman, ja. Ja, Norman. Okay, Norman. No problem. Okay. Ja, ich wünsche mir auch, dass wir vorankommen mit unserer Bewegung. Und ich denke, Authentizität ist da sehr wichtig. Und mir ist halt letztens wieder aufgefallen, bei der Christiane im Hintergrund war wieder der Globus. Und nach wie vor die wahre Form unserer Erde finde ich sehr wichtig.
parallel zu unserer Bewegung können die Menschen dadurch auch Gott erkennen. Ja, und ich finde es verwirrend, wenn wir diese satanische Täuschung bei uns mit präsentieren. Es ist mir selber passiert, auf dem Flyer habe ich auch nicht aufgepasst. Wir haben da den Globus mit drauf. Aber unsere moderne Technik holt uns ein. Wir erfahren jetzt die wahre Form der Erde und es kann halt nicht durch Zufall entstanden sein, sondern durch eine höhere Macht. Und das ist ganz wesentlich, finde ich, dass wir da authentisch sind in Zukunft. Mhm. Mhm. Das war deine Frage oder du wolltest nur teilen? Ich weiß nicht, wie ich es als Frage definieren soll. Ja. Anyway, first thing, I was very happy. Auf jeden Fall, ich war sehr glücklich in der Schweiz. Schweiz, you gave me great possibility. Dass du mir diese großartige Möglichkeit gegeben hast. And it doesn't matter even if come five people, we give same effort. Ja, auch wenn nur fünf Leute kommen, geben wir denselben dieselbe Mühe. Even come 5,000, we give same effort. Oder wenn 5,000 kommen, geben wir dieselbe Mühe. So, God bless Switzerland because of you. Gott hat die Schweiz gesegnet wegen dir. And I'm again ready to come anytime. Und ich bin wieder glücklich jederzeit. But now this what he want to know. Vielleicht soll ich es dir noch mal erklären? Ja. Yeah. He is talking about that. In this background of Christiane, yeah? Yeah, you know, there's this picture with all our books, yeah, and there's one round earth. And he's saying earth is flat, and if we show round earth, this is satanic, and we shouldn't do this. And he said we should show truth that earth is flat. Okay. I did not came to tell the earth is round. Ich bin nicht gekommen, um zu sagen, ob die Erde rund ist oder flach. The result is, das Ergebnis ist, Galileo times, in Galileos Zeit, he was saying that Earth is moving towards Sun. Galileo hat gesagt, dass sich die Erde um die Sonne bewegt. And Catholic believe that Earth is flat. Und die Katholiken glauben, dass die Erde flach ist. Today, heute, the science say, sagt die Wissenschaft, Galileo was right. Dass Galileo recht hat. And religion was falsch. Und dass die Religion falsch lagen. But this is not my job. Aber es ist nicht mein Job. But if you want to know from me my answer. Aber wenn du meine Antwort hören möchtest, then I can give you my answer. Dann kann ich dir meine Antwort drauf geben. Yeah. If you want to know my answer, what angel told me. Wenn du meine Antwort hören möchtest, was mir die Engel gesagt haben. But I will not force you. Aber ich werde dich nicht zwingen, diese Antwort zu hören. Yeah. You wanna know my answer? Willst du meine Antwort hören, ja oder nein? Norman? Norman. Ja, gern. Ja, he wants to know. Like a Galileo was right. So and science today experiment they prove that Earth is not a flat. So wie Galileo schon recht hatte, hat auch die Wissenschaft heute bewiesen, dass die Erde nicht flach ist. Now you want to know my answer. Willst du jetzt meine Antwort zu diesen Thesen haben? Every night I'm flying. Jede Nacht fliege ich. Every night I'm coming back. Jede Nacht komme ich zurück in meinen Körper. Earth is not flat. Die Erde ist nicht flach. They are wrong. Es ist rund. Okay, that's my answer. Das ist meine Antwort. You believe or not? Ob du sie glauben möchtest oder nicht, das liegt bei dir. Because of this global, what is you see behind? Was du mit dem Globus da hinten siehst. I don't want to have any confrontation. Damit will ich gar keine Konfrontation haben. If somebody wanna believe flat, they should believe flat. Wenn jemand glauben möchte, dass die Erde flach ist, soll er glauben, dass sie flach ist. When somebody believe wrong, you believe wrong. Wenn jemand daran glauben möchte, dass die Erde rund ist, dann soll er daran glauben, dass die Erde rund But ist. But this is the job of scientists. Aber das ist der Job der Wissenschaftler. How God created things. Wie Gott Dinge erschaffen hat. And science has proven.
Und die Wissenschaft hat das bewiesen. But I, this is not my job to explain. Es ist nicht mein Job zu erklären, dass die Erde rund ist oder warum sie rund ist. My job is here, spiritual help. Mein Job ist hier, die geistige Hilfe. So one day you are spiritual open. Wenn du eines Tages geistig offen bist, and you will fly. Und du fliegen wirst. You will come to know if Earth is flat or is round. Dann wirst du selber herausfinden, ob die Erde flach ist oder rund. This will be experience. Das wird deine Erfahrung sein. Yes. Okay. Ja? Somebody else. Noch jemand? Adam. Ja. Okay. Ja, Papa. First of all, I'm really happy for family. I have one thing to speak to everybody here, my experience, my brain for my dream. Before, I don't have work, but when I come into family, show me I can see more things for my life. Mm. Anyways, I go to flowers, I see more things, I'm happy. Very good. Mm. And sometimes on the street, people give me gifts then. Mm. Last week, Friday, I'm dreaming for one girl in my dream. Mm. Then we speak, the father come to me, say, this is your wife. Mm. 4 o'clock in the night. Then I open my eyes. Say thank you, God. Thank you. Before, I don't have work. Now, anywhere I go, people just come, Adam, come, come. But this is now when I follow family. I do work, I follow West, I'm happy. But before, when I go find work, I know nobody say no. Nine. But now I'm thank God for Nadine. Show me nice family, nice heart. Nice because she show me this family and I believe it. Yeah. Then I really, really happy anyways when I come to was because I believe it. Right now, everybody there here, you want to believe everything you do, just the heart. Heart is heart. You don't believe your heart, you don't believe your spirit. That is my question. But me, I'm happy right now. I really happy. Now, the more I see my everything is go on. I don't want to speak here anymore, but later I speak, maybe. Thank you very much. Er hat gesagt, seit er in der Mission ist, passieren ihm nur gute Sachen. Er hat einen Traum gesehen, wo ihm seine zukünftige Frau gezeigt wurde. Er bekommt Arbeit und so weiter. Und bevor, als er noch nicht in der Einwaldfamilie war, wollte niemand ihm Arbeit geben. Er war ganz alleine, niemand war da und er sieht so viele Dinge jetzt und er ist so glücklich und deswegen, seine Frage ist nicht an dich, sondern an alle hier. Er hat gesagt, wenn ihr was für den Willen Gottes tut und wenn ihr in diese eine Weltfamilie kommt und was macht, auf die Straße geht, so wie er, dann hat er gesagt, werdet ihr so wie er sehen, was sich alles für euch an Türen aufmacht und was Positives alles kommt. Und er ist so glücklich. Er hat noch so viele weitere Sachen, die er eigentlich erzählen möchte, aber die möchte er hier jetzt nicht sagen. Aber alles hat sich für ihn geöffnet, nur weil er in der einen Weltfamilie ist und weil er den Willen Gottes macht. Schön. Und ich habe auch gesehen über Adam. Adam, I also saw about you. I saw about you. Ich habe über dich gesehen. That we were together in Ghana and we make Center in Ghana. Dass wir zusammen in Ghana waren, dass wir ein Zentrum in Ghana gemacht haben. For one family. Für die eine Weltfamilie. So be strong. Also sei stark. And God will always help you. Und Gott wird dir immer helfen. Yeah. And God is helping you. Und Gott hilft dir. Yeah. There is no possible to bring other brother from Stuttgart, demon.
who join our mission? Es gibt es keine Möglichkeit, Bruder Damon aus Stuttgart zu holen? In Zoom? In Zoom? Ja, die Möglichkeit gibt es. Ich werde ihm nächste Woche Bescheid geben. Und ich bin mir sicher, er möchte auch dann im Zoom teilnehmen. And he's coming. Er kommt mit zum Seminar. Yes. Very good. I'm inspired. Sehr gut, ich bin inspiriert. So next time maybe you can bring. Nächstes Mal kannst du ihn also am besten mitbringen. Ja. Okay. We're joining many African sister brothers. Viele afrikanische Brüder und Schwestern treten uns bei. But I saw about Adam. Aber ich habe auch über Adam gesehen. That he brought many people to Germany. Dass er viele Leute nach Deutschland gebracht hat. And these people were taking political stay because of I'm a prophet. Und diese Leute haben dann politisches Asyl beantragt, weil ich Prophet bin. And because of me, they could. Und wegen mir konnten sie dann bleiben. Yeah, that's it. God will take a lot of work from you. Gott wird viel Arbeit von dir nehmen. Yeah, that's very good. Das ist sehr gut. Thank you very much. Thank you. Okay, yeah. Ja, Stefan. Ich habe auch eine Frage. Kann ich Adam einladen nach Stuttgart, nach Esslingen, dass er bei uns wohnen kann? Dann kommt er aus diesem Asylheim raus. Wäre das eine Möglichkeit? Kann er mich anrufen und dann können wir das ausmachen? Das du musst sprechen. This you have to talk with him. Das musst du mit Adam sprechen. Ich schicke dir den Kontakt, Stefan, ja? Okay. Von Adam. Ja? Jawohl, danke. Super. He want you live with him Stuttgart. He do everything that you come in Stuttgart. Adam, does Stefan does everything that you can come to Stuttgart. And to live with him. And that you can live with him. Really? Yeah. He will do everything. You move from there. Er wird alles tun, dass du von dort wegziehst. And you get one job. Und dass du einen Job bekommst. Oh, nice. Yeah, and he will contact me. Und er wird dich kontaktieren, ja? I give him the contact, yeah? And we have a member more and more coming in Stuttgart. Und wir haben mehr und mehr Mitglieder, die nach Stuttgart kommen. Okay, Papa, okay. Thank you. Danke schön. Stefan, you give him. Mm-hmm. Ich kümmere mich drum, auch mit dem anderen Kontakt. Other brother is also in Stuttgart. Ein anderer Bruder ist auch in Stuttgart. Who joined? Where he come from? Woher kommt er? Er kommt aus Kamerun. Kamerun. Kamerun is near you? Ist Kamerun in der Nähe von Ghana? Adam? Ja. Definitely. Ja. It's close. Not close. A little bit like it's not far. Nicht so weit, sagt er. Mm-hmm. Okay. Okay. Somebody was asking Hartmut. Noch jemand? Hatte jemand eine Frage? Hartmut was? Okay. Okay. Ja. Ich habe noch ein Foto von dem Mann aus Kamerun. Ah, da ist er hier. Das ist der Mann. He's very good brother. Er ist ein sehr guter Bruder. Yeah. He loves God very much. Er liebt Gott sehr. And maybe you meet him. Vielleicht triffst du ihn ja mal, Adam. Yeah. Very inspired. He has a big heart. Er ist sehr inspiriert, hat ein großes Herz. Schön. Okay. Any question, Christiana, or whatever? Gibt es noch Fragen? Irgendjemand? Please ask. Bitte fragt, wenn ihr Fragen habt. Otherwise, I go to India. Ansonsten gehe ich jetzt zu den Indern. The Indian session will be today, Prophet Atta. Atta, wird die indische Session heute sein? Ja? Er hat G gesagt. Ja, okay. Okay, so ask whatever you want to ask. Fragen, was auch immer ihr fragen wollt. Because we are coming to end now. Weil jetzt kommen wir zum Ende. No question. Keine Fragen. Then we pray. Dann beten. Heute ist Sonntag, der 19.02.2023. Broschürenverteilung.
Also ich habe gerade erzählt über, wie ich gestern mit diesem Schild da gestanden habe. Und der geistigen Welt hat das sehr, sehr gefallen, weil ich eine sehr, sehr intensive, intensive Vision gehabt habe heute Nacht. Aber bevor ich die erzähle, möchte ich noch was erklären zum Broschürenverteilen, was wir auf der Straße machen. Wir haben das damals angefangen, vor jetzt mehr als 5 Jahren, haben wir das angefangen, weil die geistige Welt und weil Gott das zu Papa gesagt hat, zu Sahid, dass er auf die Straße gehen soll und dass das der nächste Schritt dieser Mission ist und dass nach 7 Jahren die Früchte dieser Arbeit langsam zutage treten werden und dass nach 7 Jahren dieser Aufgabe dann eine neue Aufgabe kommt. Aber das heißt auch, dass wir für 7 Jahre diese Aufgabe tun sollten. Und er war der allererste, der damals auf die Straße gegangen ist. Und er war der allererste, der dieses Plakat auf dem Rücken hatte. Und ich weiß noch, als er das damals zu uns sagte, wir haben ja gesagt, aber mit glücklichem Herzen haben wir das, das war etwas ganz Neues und hat uns sozusagen nicht begeistert, weil auf der Straße in der Öffentlichkeit zu sein, braucht Mut und ist eine Herausforderung gewesen, aber weil wir alle sehr überzeugt sind und unsere eigenen geistigen Erfahrungen gemacht haben und weil wir Gott lieben, sind wir auch auf die Straße gegangen. Natürlich funktioniert nichts am Anfang perfekt, aber Übung macht den Meister, wie in allen Sachen des Lebens. Und jetzt nach mehr als 5 Jahren habe ich viele Eigenschaften auf der Straße mir angesammelt, die so hervorragend sind, nicht allgemein nur fürs Broschürenverteilen, sondern fürs Reden, für meine zwischenmenschlichen Beziehungen, für mein Vertrauen in mich selber. Und diese Eigenschaften haben mich persönlich im Leben sehr viel weitergebracht. Das heißt, wenn ihr was für Gott tut, dann ist das nicht nur etwas, dass ihr Sachen für die sind das nicht Eigenschaften, die ihr nur für die Mission entwickelt. Diese Eigenschaften bereichern euch allgemein im Leben. Und das sind Eigenschaften, wofür euch andere beneiden werden später. Die werden sagen, warum sind die so selbstsicher mit sich? Oder warum ist er so selbstsicher? Und das habe ich schon oft zum Beispiel in der Universität gehört. Als ich dann zum Beispiel meine Lehrstelle bekommen habe und Seminare halten durfte, waren die Leute auch verwundert, warum ich problemlos Seminare halten konnte, warum ich da nicht nervös war und warum ich 2 Stunden durchsprechen konnte und woher ich diese Selbstsicherheit hatte. Die habe ich nur gehabt, weil ich da schon 3 Jahre davor auf der Straße war. Ja, weil ich mit Drogensüchtigen gesprochen habe, weil ich mit allen Menschen aller Schichten gesprochen hatte, tolle Gespräche hatte, unangenehme Gespräche hatte. Ja, weil ich von allen die Erfahrung gesammelt habe. Und ich wusste, das ist nichts anderes, was ich da habe. Das ist sogar noch ein viel angenehmeres Umfeld, was ich hier habe. Das ist eine Sache, die ihr auf der Straße nehmt. Die Leute denken, sie würden etwas verlieren, wenn sie zu Gott kommen. Aber ich wurde nur bereichert. Ich wäre nicht an dieser Stelle ohne dieses Broschürenverteilen, ohne dieses Bücherverteilen auf der Straße. Auch charakterlich wäre ich nicht an dieser Stelle. Ihr werdet euch wundern, was ihr alles, wenn ihr euch zu Gott begebt, wie ihr euch entwickelt, was zu was für einer Person ihr werdet. Aber wenn ich dann höre, dass manche Leute vielleicht sich nicht, oder wenn manche Leute sich so sehen, dass sie sich für das Broschürenverteilen auf der Straße nicht gemacht sehen, dann wundert mich das zu sehr. Denn Gott würde nie etwas verlangen, was euch nicht selber gut tun würde und was nicht, natürlich macht es euren Geist, den ihr habt, der so dunkel ist, reinigt das, bringt Licht hinein, ja, sorgt für euer geistiges Wachstum. Aber auch B, macht das euch charakterlich viel, viel stärker für das, was noch kommt. Und wenn ihr sagt, ihr liebt Gott, was für eine Liebe ist das, die nur theoretisch ausgelebt wird, die nur im Lippenbekenntnis besteht, aber nicht in die Tat umgesetzt wird. Wenn ihr sagt, ihr liebt Gott wirklich,
dann ist doch das Mindeste, was ihr tun könnt, einmal in der Woche 2 Stunden auf die Straße zu gehen. Ja. Und die Leute beißen euch nicht. Und wie gesagt, ihr werdet euch wundern, was für eine steile Entwicklung ihr hinlegt. Zu sagen zum Beispiel, man wäre sich zu fein für die Straße, ist eigentlich auch gleichzeitig das Eingeständnis, dass man Gott nicht wirklich liebt. So ist es einfach. Die Qualität der Liebe scheint nicht diesen Punkt erreicht zu haben, wo man sagt, auch wenn ich das nicht gewöhnt bin, trotzdem werde ich das tun. Dann hat es diese Qualität noch nicht erreicht. Es ist genau so, als wenn euer Partner euch fragen würde, liebst du mich? Und dann verlangt, dass ihr es ihm beweist. Ja. Und wenn ihr dann sagt, euer Partner fragt euch nicht nach etwas Weltberaubendes, ja, du sollst einen Nobelpreis schreiben oder so, sondern etwas, was in euren Fähigkeiten liegt. Macht euren Mund auf der Straße auf und redet mit ein paar Leuten. Das ist so basal, das kann jeder. Gott verlangt nicht von euch, ihr sollt eine Doktorarbeit schreiben. Gott sagt nicht zu euch, ihr sollt Spezialist in einem Feld werden. Gott verlangt nicht von euch fähig. Gott sagt nicht, ihr sollt Mr. Universe werden und die ganze Zeit ins Fitnessstudio gehen und trainieren. Das kann nicht jeder. Aber mit Leuten reden, das können wir doch alle. Also, warum sage ich das so? Weil letzte Nacht bin ich nämlich gereist in der geistigen Welt. Und das war eine lange Reise. Und ich war mit Mama unterwegs. Und auch Mamas Klon. Und dieser Klon war aber in ihrer jetzigen Gestalt. Und ich bin mit ihr gereist. Und ich war in der Zukunft und ich habe Papa auch dort gesehen. Wir waren in einer Ausstellung und in dieser Ausstellung waren ganz viele Dinge ausgestellt, auch wie wir Broschüren verteilt haben. Und das war dort alles aufgezeichnet. Wer Broschüren verteilt hat, wer auf der Straße war, wer sein Leben für Gott gegeben hat. Und wer dem Willen Gottes so gefolgt ist, wie Gott es gesagt hat. Ich erinnere mich auch noch, dass ich im Buch gelesen habe, dass Gott gesagt hat, es gab so wenige, die meiner Stimme gefolgt sind. Und ich habe nach den Leuten gesucht, die getan haben, was ich ihnen gesagt habe. Die Messlatte ist so weit unten, ne? Und das ist unglaublich. Gott hat klar und deutlich mit diesem Propheten gesprochen. Die Propheten haben Unglaubliches geleistet. Aber was eigentlich der Anspruch Gottes ist, ist einfach, dass ihr seiner Stimme und seinen Willen folgt. Natürlich, dass ihr auch selber die Bereitschaft habt und diese Liebe habt. Aber dass ihr einfach im Endeffekt tut, was er euch aufträgt. Und wenn er nicht mit euch spricht, dann einfach das, was er mit der zentralen Person ist, was er der zentralen Person sagt. Und ihr habt, diese Person lebt noch und sitzt hier mit euch und gibt euch heute Zoom-Vorträge. Und da müssen wir uns selber fragen, wenn wir nicht auf der Straße stehen, was uns hindert. Ja. Es gibt viele Gründe, aber einmal in der Woche 2 Stunden, ich meine, wir haben 2 Stunden, um auch genügend andere Sachen zu tun. Ja, und diese Broschüren sind auch nicht was. Auf jeden Fall, was ich gesehen habe bei dieser Ausstellung, da war ein großes Plakat und auf diesem Plakat stand die wahren Momente mit Gott. Und dann war der Hintergrund vom alten wahren Momente mit Gott, aber da war ein wunderschöner Schauspieler und der hat so gemacht. Er hat so gemacht. Und er hat in die Ferne geschaut. Und so ein britischer, weißer Schauspieler war das. Aber den habe ich nicht gekannt. Und der hat eine Art Dokumentation gemacht. Und er hat über das Buch gesprochen. Also wir haben uns dann den Film angeschaut. Aber wir waren so weit in der Zukunft, dass der Film schon ein alter Klassiker war.
Und dann haben wir uns den Film angeschaut und alleine der Vorspann von dem Film war so aufwendig, da ist eine Kamera durch eine Welt geflogen, die sah aus wie, da waren schwebende Paläste und von denen sind Wasserfälle runtergefallen. Und das sah so aufwendig aus, dass allein diese ersten Minuten, das sah aus, als wärt ihr in der geistigen Welt im Paradies gewesen. Ja, so aufwendig war dieser Film. Und dann hat er darüber gesprochen, über das Buch und über die Hintergründe. Und das war wie eine Art, eine Mischung zwischen einer Dokumentation und einem Film. Und das habe ich gesehen. Und mir ist klar geworden in dieser Nacht, einmal, was für eine große Wirkung das hat für die Zukunft, diese Zeit, die wir aufbringen, diese 2 mickrigen Stunden in der Woche für eine Aufgabe, die wirklich machbar ist. Und was für eine große Wirkung das hat. Und mir ist auch nochmal klar geworden, wie glücklich das die geistige Welt gemacht hat, dass ich gestern mit diesem Schild auf der Straße gestanden habe und mit den Leuten aktiv so ins Gespräch gegangen bin. Und deswegen kann ich euch nur sagen, geht auf die Straße, ihr seid nicht alleine, ihr habt genügend Leute in eurer Nähe, die bereits auf die Straße gehen und die euch an die Hand nehmen und gerne helfen. Aller Anfang ist schwer, aber wenn ihr nicht anfangt, dann könnt ihr nicht sagen, dass ihr Gott liebt. Dann ist das ein Lippenbekenntnis. Und dann könnt ihr auch nicht erwarten, dass ihr in der geistigen Welt selber frei werdet. Weil das ist Eigenverantwortung. Wenn wir eine Sache hier beibringen, dann ist es, dass keiner Löser kommt und euch aus euren Dimensionen rausholt, sondern dass ihr selber verantwortlich seid für euren Geist und dass ihr selber etwas tun müsst. Und dass ihr hier die allergrößte und die allerbeste Chance habt, euch so schnell geistig zu entwickeln, dass ihr selber andere Menschen retten könnt und dass ihr selber zu Propheten werden könnt und Messias auch, die eine lebendige Beziehung mit Gott haben könnt. Es liegt alles in eurer Hand. Es kommt nur darauf an, wie weit ihr gehen könnt. Dankeschön. Tell the Gabi why she don't have a camera. Gabi, warum hast du deine Kamera nicht an? Yes. Ja, danke, Moses. I was telling about it. I had one vision tonight. It was very intensive. And this was because spiritual world was very happy how I gave this with this shirt yesterday. Yes. And I saw there was one Ausstellung. And there was one big placard, and there was the title was The True Moments with God. And there was this background of this old book of True Moments. Mm-hmm. And there was one good looking actor, and he was standing like this. Mm-hmm. And then we were watching this documentary, but we were so far in the future that this documentary was already an old classic. Okay. And I was listening. Mm-hmm. Okay. Again. Nee. Gabi, der Papa möchte dein Gesicht gerne sehen. Nee, oder Steffen. Ich glaube, die haben gerade, die kommen gerade rein und haben Probleme mit der Technik. Okay. Ah, okay. If you have a question, or should we begin? Habt ihr Fragen oder sollen wir anfangen? Ich habe vielleicht einen Hinweis. Heute haben wir die Eva Maria Beck hier bei uns. Die war letzte Woche bei uns zum Eine-Welt-Familie-Treffen und ich glaube, sie fühlt sich schon ganz gut zu Hause. Schön. Schön. Stimmt. Many greetings to her. Viele Grüße an dich, Eva. Hier ist die Eva. Ja, viele Grüße zurück. Und hier unten. Nein, nein, but I heard some voice. Das war, weil sich das Mikrofon gedoppelt hat. Okay. Can you hear my voice? Because könnt ihr meine Stimme klar hören? Yes. Machen, wenn du möchtest. Okay. Okay. Die Kamera sieht dich perfekt. Ja, yeah, but I cannot see people. Aber die hier sieht dich klar. Wenn wir das hier so schieben, dann ist das vor deinem Gesicht. Guck. Dann ist das so vor deinem Gesicht. Okay, nochmal. They can hear my voice? Könnt ihr meine Stimme klar hören? Yes.
We have a very bad luck in human history. Wir haben ein großes Unglück in der menschlichen Geschichte. The mistake was made only few minutes. Dieser Fehler, der war nur ein paar Minuten war er gemacht. But thousand year human being paying the prices. Doch tausende und abertausende Jahre von später bezahlen die Menschen immer noch die Preise für diesen Fehler. If we look at the human history, wenn wir uns die menschliche Geschichte anschauen, if human being have learned something from history, haben die Menschen etwas aus der Geschichte gelernt? Nothing. Nichts. And they're repeating this mistake. Und diese Fehler wiederholen sie wieder und wieder. You can try. If this mistake would not be repeated, wären diese Fehler nicht wiederholt worden, I don't need to come to bring more as a Messiah to bring more teaching by God. Dann hätte ich als Messias nicht kommen müssen, um noch mehr Lehren über Gott zu bringen. Why? Warum nicht? When kingdom of God established, wenn das Königreich Gottes etabliert worden wäre, which has something to do with heart, das etwas mit dem Herzen zu tun hat, we was already living in the kingdom of God. Dann würden wir bereits im Königreich Gottes leben. I don't need to become, have a mission. Ich hätte keine Mission brauchen müssen. Mission is unnatural. Die Mission wäre dann unnatürlich gewesen. Once you make a palace, sobald ihr einmal einen Palast macht, you are not stupid, dann seid ihr nicht dumm, to destroy this palace and start again construction. Diesen Palast wieder zu zerstören und noch einmal die Bauarbeiten für diesen Palast zu beginnen. It don't make any sense. Das macht keinen Sinn. So let's study with me. Lasst uns also zusammen mit mir schauen, what mistake it took place 2000 years ago. Welcher Fehler stattfand vor 2000 Jahren? And we are still spiritually blind. Und wir sind immer noch geistig blind. I will show you another picture today. Und ich werde heute euch ein anderes Bild zeigen. That three mistakes, dass drei Fehler, cause that human being still living as a blind stages and have no relationship with God. Dafür gesorgt haben, dass die Menschen immer noch in diesem blinden Zustand leben und keine no living relationship with God, oder? Yeah. Und dass sie keine lebendige Beziehung mit Gott haben. I'm not something special. Ich bin niemand Besonderes. What I have, you have. Was ihr habt, habe ich auch. I have a body. Ich habe einen Körper. You have one body. Ihr habt auch einen Körper. I have a mind. Ich habe einen Verstand. You have a mind. Ihr habt auch einen Verstand. I have universal consciousness. Ich habe ein universelles Bewusstsein. You have too. Ihr habt auch ein universelles Bewusstsein. I have conscience. Ich habe ein Gewissen. You have too. Ihr habt auch ein Gewissen. Yes. I don't know if this your conscience bother you. Ich weiß nicht, ob euer Gewissen euch stört. But my conscience bother me that I work 20 hours very less for God. Aber mein Gewissen stört mich, denn es sagt, selbst 20 Stunden sind zu wenig, die du für Gott bereits gibst. So I have a conscience, you have a conscience. Ich habe ein Gewissen, ihr habt ein Gewissen. I have a heart. Ich habe ein Herz. You have a heart. Auch ihr habt ein Herz. I have a spirit. Ich habe einen Geist. You have a spirit. Auch ihr habt einen Geist. So can we say God is a fair God? Können wir also sagen, Gott ist ein fairer Gott? Or he is unfair God? Oder ist er ein unfairer Gott? What do you think?
Was glaubt ihr? You can then can say God is unfair. Ihr könnt dann sagen, dass Gott unfair ist. That Messiah or prophet has something special. Wenn der Messias oder Propheten etwas ganz Besonderes hätten, das ihr nicht habt. We are eating. Wir essen. Jesus was eating fish. Und auch Jesus aß Fisch. He was drinking. Auch er trank. He went to toilet. Auch er ging auf Toilette. He did everything what human do. Er hat all das getan, was Menschen halt so tun. So, can you be a prophet? Könnt ihr also ein Prophet sein? Ja oder nein? Ja oder nein? Meine Frage an euch. You believe nein, ja? Yeah? Ihr sagt also nein, wenn ihr schweigt. Ja. Can you, jetzt spreche. Ja, jetzt spreche ich. Can you be Messiah? Könnt ihr ein Messias sein? Ja oder nein? Ja oder nein? Potenziell ja. Potentially yes. Use. Ihr Sander. Also es kommt drauf an. Ja, but in him. Depends. Aber in der menschlichen Geschichte we misunderstood. Haben wir missverstanden. Messiah mean, Messias bedeutet what came from Zarathustra. Dieser Begriff kommt schon von Zarathustra. Not from Abraham, not from Jesus. Nicht von Abraham, nicht von Jesus. Not from Adam. Nicht von Adam. It came from Zarathustra. Sondern von Zarathustra. He says, er hat gesagt, Messiah mean to save yourself. Der Messias bedeutet, dich selbst zu retten. You are Messiah for yourself. Ihr seid also der Messias für euch selber. It mean, das bedeutet, if you become spiritual open, wenn ihr euch geistig öffnet and save yourself, und euch selber rettet and see your own spirit, how sick is. Und seht, wie krank euer eigener Geist ist. Then you are not spiritually blind, exactly. Dann seid ihr nicht geistig blind. But if you heal your spirit, aber wenn ihr euren eigenen Geist heilt, bring the darkness out from your spirit, die Dunkelheit aus eurem Geist rausbringt, and bring the light of God, und das Licht Gottes reinbringt, you are a Messiah for yourself. Dann seid ihr ein Messias für euch selber. You save yourself. Ihr habt euch selber gerettet. You are not a blind like a religion. Ihr seid nicht blind wie die Religion. Like a Peter. So wie Petrus. Living with Jesus day and night. Der lebte mit Jesus Tag und Nacht. And Jesus asked him questions. Und Jesus fragte ihn, did you ever been in paradise? Warst du jemals im Paradies, Petrus? Because my father has many dimensions. Denn mein Vater hat viele Dimensionen. Listen the answer of Peter who living day and night. Jetzt hört die Antwort von Petrus, der Tag und Nacht mit ihm lebte. No, I didn't. I never been there. Nein, ich war dort nie. So, can we say that Peter was blind or no? Können wir also sagen, dass Petrus blind war oder nicht? Doesn't matter, he living day and night. Egal, ob er Tag und Nacht mit Jesus lebt. In Buddhism, im Buddhismus, Ananda lived day and night with Buddha. Hat Ananda, der erste Jünger von Buddha, Tag und Nacht mit Buddha gelebt. When time came for Buddha to say goodbye, und als die Zeit kam für Buddha, Tschüss zu sagen, Ananda start crying. Da fing Ananda an zu weinen. Buddha said, why you cry? Buddha sagte, warum weinst du? Yeah, I'm crying that you complete your journey, but I'm still blind. Ananda sagte, ich weine, dass du deine Reise vollendet hast, aber ich nicht. Ananda war blind. Ananda war blind. So it means if you are living very close to Messiah. Das bedeutet also,
wenn ihr sehr nah beim Messias lebt, it not mean you are holy. Bedeutet das noch lange nicht, dass ihr heilig seid. If you ask Christian, wenn ihr die Christen fragt, tell me the meaning of symbolical what Jesus was saying. Sagt mir die Bedeutung der Symbole von dem, was Jesus gesagt hat. Christians say, dann sagen die Christen, one day Jesus will come from sky. Eines Tages wird Jesus vom Himmel herunterfahren. He will jump from the sky. Er wird vom Himmel runterspringen. Modern technology, you're gonna jump with parachute. You know? Ja, in moderner Technologie springt er dann mit Fallschirm runter. Yes. And then Jesus will explain us what was the meaning of spiritual. Und dann, sagen die Christen, wird er uns erklären, was die Bedeutung dieser Symbole ist. It mean, das bedeutet, Christians are blind. Die Christen sind auch blind. They are living in belief. Sie leben im Glauben. Islam believes same thing. Der Islam glaubt das Gleiche. They are brother with the Christian. In dieser Hinsicht sind sie Brüder mit den Christen. And Jews too. Und auch die Juden. They all waiting their prophet jump from one day from sky. Sie alle warten darauf, dass ihre Propheten vom Himmel runterspringen. And then they will tell. Und dann sagen sie alle drei, dann werden uns unsere Propheten alles sagen. Even their prophet jump from the sky. Selbst wenn ihre Propheten vom Himmel herunterspringen. And they explain their symbolical language. Und ihre Symbolsprache erklären würden. Question is, die Frage ist, if this knowledge gonna help you? Wird dieses Wissen Ihnen helfen? Euch helfen? I ask you a question. Das frage ich euch. Yeah. If this knowledge gonna help you, if they come and speak and open their symbol language. Wird dieses Wissen den Leuten, euch helfen, wenn sie ihre Symbole dann öffnen? Das frage ich euch jetzt. Ja oder nein? I'm not talking to ja oder nein? Minister, you can move. Ja. Ihr könnt zumindest auch den Kopf bewegen. Nein, so. Ja. Oder vielleicht nein. Sogar eure Mikrofone aufmachen und sagen, ja, at nein. At least move your head. I'm not talking to statues. Bitte, also ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass uns das hilft. Ja. But other side, God's standing. Aber auf der anderen Seite steht Gott. He denying the knowledge that any knowledge can bring the world of God. Er verneint, dass irgendeine Art von Wissen das Königreich Gottes oder beziehungsweise die Welt Gottes bringen kann. God talking kingdom of God. Gott redet über das Königreich Gottes. Question is, aber die Frage ist, if God is emperor, ist Gott eine Art von Herrscher? Or we are royal? Oder sind wir eine Art von Untertanen? Then we are waiting new dictatorship. Dann erwarten wir einfach nur eine neue Diktatur. Religion or dictator? Religion sind Diktateure. And tomorrow God come as a dictator. Und auch das Morgen, auf das die Religion alle warten, ist ein Diktator, Gott. Yes. Then why God is waiting too long if he is a emperor? Emperor always use their power actually. Wenn Gott wirklich eine Art von Kaiser wäre, eine Art von Diktator, warum wartet er so lange, um seine Diktatur anzutreten? Because emperor have power. Denn ein Kaiser hat doch Macht. Religion says God has power. Die Religion sagen, Gott hat Macht. Then why what he's doing someplace in his heaven? Was macht er denn dann, wenn er irgendwo in seinem Himmel herumschwebt? Yeah. Before prophet jump from sky. Bevor die Propheten vom Himmel runterspringen. He should jump from sky. Da soll Gott mal vom Himmel runterspringen. I say, I'm God actually. Und wie ein Gorilla auf seine Brust schlagen mit seiner Macht sagen, ich bin Gott. Ah. And same time he should hold Schlagstock. Und gleichzeitig sollte er mit seinem Schlagstock, mit seinem Zepter dort stehen. Yeah, and teach us lesson. Ja, und uns
eine Lektion erteilen. Or close our ear for 15 seconds. Und wenn wir nicht hören, dann soll er uns die Luft für ein paar Sekunden abdrehen, alle Menschen. If you close 20 seconds ear. Wenn er für 20 Sekunden uns die Luft abdreht. What's gonna happen to your nose? Was passiert mit eurer Nase, eurer Lunge? What do you think? Was glaubt ihr? Ihr werdet nach Luft greifen. This nose not gonna help you here. Eure Nase wird euch nicht mehr helfen. Yes? Ihr werdet machen. 20 seconds like a electricity is gone. Also es ist wie 20 Sekunden, wenn es einen Stromausfall gibt. After electricity come back. Und nachdem der Strom wiederkommt, eure die Luft. And God say, now you gonna follow me or shall I make a electric city in 1 minute? Ja. Dann will Gott sagen, und folgt ihr mir jetzt oder soll ich für eine Minute die Elektrik, also die Luft euch wegnehmen? You want to handle 1 minute without breath? Könnt ihr eine Minute ohne Luft aushalten? Or 2 minutes? Oder 2 Minuten? It takes God, if religion believe God is a powerful God, it takes God 1 second. He don't need to send prophet, he don't need to send Messiah. Die Religion glauben, dass Gott ein machtvoller Gott ist. Dann soll er doch einfach einmal schnipsen, ne? Und dann ist alles geregelt. He don't need prophet. Er braucht die Propheten gar nicht. He don't need Messiah. Er braucht den Messias gar nicht. If I have a gun in my hand, wenn ich eine Waffe in meiner Hand habe, why should I put on his shoulder and shoot him? Warum sollte ich auf seiner Schulter sie ablegen und zielen und dann schießen? I put this gun on my hand, actually. Ja, ich kann doch die Waffe auf meine Schulter legen und selber schießen. Warum brauche ich eine andere Person dafür? It means there is something wrong, what kind of concept we have about God. Das bedeutet, dass wir ein falsches Konzept über Gott haben und auch ein falsches Konzept darüber, was er machen soll. Yes. If Jesus as a Messiah would explain more what God's speaking, hätte Jesus als Messias mehr erklärt, was Gott, ja? What God speaking through him, was Gott durch ihn sprach, we are not, then 2000 years nobody was spiritually blind. Zu ihm sprach, dann wären wir in diesen 2000 Jahren nicht mehr blind gewesen. Now he asking God. Und jetzt fragt er Gott. God, what does it mean, kingdom of God? Gott, was bedeutet das Königreich Gottes? God gave him the answer. Gott gab ihm doch bereits die Antwort. Now listen, God answer. Jetzt hört mal Gottes Antwort zu. Somebody came and said, where will come in the kingdom of God? Germany or Holland or Africa? Ja, jetzt kommt ein Mann und fragt, wo wird denn das Königreich Gottes hinkommen? Nach Deutschland, nach Afrika, nach Holland, wo sonst? Where? Wo denn? So Jesus asking God, where kingdom of God will come? Auf die gleiche Weise fragte Jesus Gott, Gott, wo wird denn das Königreich Gottes kommen? God said, kingdom of God is within you. Gott sagte zu Jesus, das Königreich Gottes ist in dir. Within you, not in dir. Within you, between of you. Ah, ist zwischen euch. What is it between us? Was ist denn zwischen uns? Check it out. Schaut doch mal, was zwischen uns ist. That's your Beine, that's your head. What is it between? Hier sind eure Beine, euer Kopf. Was ist denn noch zwischen euch? Herz. What we talk? Den Menschen. Das Herz. Das Herz. Was? Hart. Manche sagen, das Hartmut sagt das Herz, Sander hat gesagt, die Menschen. Nein, also, Menschen. Nein, zwischen den Menschen, also unser und, ne? Okay. Hartmut say correct. Hartmut hat das richtig gesagt. Elisabeth auch. Das Herz ist zwischen uns. Jesus say, kingdom of God is within you. Jesus hat gesagt, das Königreich Gottes ist zwischen uns. But then he explained more. Aber dann hätte er auch mehr erklären sollen. It's inside of your heart. Es ist in eurem Herzen drinne. You see, he explained the symbol. Seht ihr, er hat die Symbole erklärt in dieser Hinsicht. If he explained all the teaching, hätte er aber all seine Lehren erklärt, Christianity would be not blind. Dann wäre das Christentum heute nicht blind. I would be not blind.
Ich wäre nicht blind. You will be not blind. Ihr wärt nicht blind. And world of God would be here. Und die Welt Gottes wäre hier. So, if kingdom of God is something to do with heart. Das Königreich Gottes hat also etwas zu tun mit dem Herzen. Then God is not emperor. Dann ist Gott aber auch kein Kaiser oder eine Form von Kaiser. And we are not the royal. Und wir sind auch keine Untertanen. Okay? If kingdom of God means love, wenn das Königreich Gottes Liebe bedeutet, then God is not powerful. Dann ist Gott auch nicht machtvoll. I can take a gun. Kann ich eine Waffe nehmen? And I put woman here. Und ich, angenommen, ich nehme eine Waffe und halte sie der Frau an den Kopf. And I say, love me. Und ich sage, liebe mich. Oder 1, 2, 3, Chance ist vorbei. Yeah? Und ich sage, 1, 2, 3, Chance ist vorbei. Woman will say, I love you. Dann wird die Frau gezwungenermaßen sagen, ich liebe dich. You think this will be love? Aber ist das Liebe? It means, das bedeutet, in love, God cannot use his weapon. In Liebe kann Gott seine Waffe nicht benutzen. He want you responsive back in the love. Er möchte, dass ihr ihm in der Liebe zurückantwortet. It means, das bedeutet, in love is not a violent power. In Liebe ist keine gewaltvolle Macht. So, kingdom of God began with heart. Das Königreich Gottes beginnt also vom Herzen. Where go then? Wo geht es dann hin? What do you think? Where go then? Wo geht es dann hin? It stay only in your heart or it go? Because don't forget. Bleibt es nur in eurem Herzen? Oder wo noch? Dann vergesst nicht. Bell is not a bell which cannot ring. Eine Klingel und eine Glocke ist keine Glocke, die nicht läuten kann, die nicht klingelt. Song is not a song which cannot be sung. Und ein Lied ist auch kein Lied, was nicht gesungen werden kann. Right? Richtig. And love is not a love which stay here and you cannot give. Und Liebe ist keine Liebe, was nur hier bleibt, aber nicht an andere gibt. So where go from here, kingdom of God? Wo geht also das Königreich Gottes von hier hin? What do you think? Was glaubt ihr? An deine Kinder, Familie. To your children, to your family. Beautiful. Wunderschön, Marion. If you came to know the love of God, wenn ihr die Liebe Gottes kennengelernt habt, who is the next who you wanna give this love? Wer ist der Nächste, den ihr diese Liebe geben wollt? For God. Für Gott. Your children. Eure Kinder. That's a very natural process. Das ist ein ganz natürlicher Prozess. But mostly. Aber meistens. Love is stay as a family and you are not able to give this love to society. Bleibt diese Liebe nur in der Familie und ihr seid nicht in der Lage, sie an die Gesellschaft weiterzugeben. I'm right or I'm wrong? Habe ich recht oder liege ich da falsch? Tell me. Sagt es mir. Nein, da hast du recht. Das ist meistens ein großes Problem, was wir Menschen haben, das dann an andere weiterzugeben. Und wenn man eigentlich nur mit Menschen, wo man ein gutes Gefühl mit hat. Und mit den anderen fällt es einem sehr schwer. But God say, your family is not enough to love. Doch Gott sagte, eure Familie zu lieben, das ist nicht genug. Everybody can love. Denn jeder kann lieben. Even Jesus said. Selbst Jesus sagte. Everybody can love his family, but real love is when you love outside someone. Jede vertikale Liebe ist Liebe, aber Liebe ist wirklich Liebe, wenn ihr auch draußen jemanden liebt. Who is the next? Wer ist denn der Nächste, den wir lieben müssen? Ganz sagt es mir bitte. Die Gesellschaft. Society. Now we are climbing the mountain. Jetzt erklimmen wir den Berg. Steigen die Bahn. Oder wir bergsteigen. Ja? Bergsteigen. Ja. To love society is not easy. Die Gesellschaft zu lieben, das ist nicht einfach. Right? Richtig. Family was okay. Familie war okay. To love I love me is okay.
Aber und mich zu lieben, das ist auch okay. But God says no. Aber Gott sagt nein. My universe, all creation began because of love, actually. In meinem Universum sind alle Schöpfungen entstanden aus Liebe. Then came the life. Und dann kam das Leben. Without love, there would not be any life, actually. Ohne Liebe würde es kein Leben geben. Without love, there will be no children. Ohne Liebe würde es keine Kinder geben. Or you make the children because you hate. Oder macht die Kinder, weil ihr euch gegenseitig hasst. Yeah. No. Nein. So, now we are coming to Bergsteins. Jetzt erklimmen wir, bergsteigen wir. Now is it difficult to love this society. Jetzt ist es schwierig, diese Gesellschaft zu lieben. With God point of view. Aber von Gottes Standpunkt aus. You can say, oh God is so difficult. Oh. Könnt ihr sagen, oh Gott ist so schwer. To love this society. Ihr könnt sagen, oh Gott, es ist so schwer, diese Gesellschaft zu lieben. God can say same thing. Gott könnte genau das Gleiche sagen. God could say, Gott könnte sagen, I will not create all creation in heaven. Ich schaffe nicht alle Schöpfungen und die Himmel. I create only one heaven. Ich schaffe nur gerade einen Himmel. Who love me, he can come. Und wer mich liebt, der darf in diesen Himmel. Otherwise he can go to hell. Ansonsten können sie alle zur Hölle fahren. Right. Richtig? Then God will be like us, ich. Dann wäre Gott wie wir und wer würde nur sagen, ich. But God said no. Aber Gott sagt nein. Gott sagt. Continue. Sagt weiterhin. Now society. Jetzt sagt die Gesellschaft. For society is very challenging to love nation. Für die Gesellschaft wird es auch eine Herausforderung sein, die Nation zu lieben. There's more problems. Da kommen dann noch mehr Probleme. And for nation to love the world, und für die Nation die Welt zu lieben, seems like impossible. Das scheint unmöglich. That's why nation fighting nation. Und deswegen kämpfen Nation gegen Nation. They hate each other. Sie hassen sich gegenseitig. But God said, aber Gott sagt, if you wanna come to me, wenn ihr zu mir kommen wollt, this is the way. Dann ist das der Weg. You have. It's not enough to love your family. Es ist nicht genug, nur eure Familie zu lieben. You have to love your society. Ihr müsst auch die Gesellschaft lieben. You have to love nature. Ihr müsst auch die Nation lieben. You have to love the world. Ihr müsst auch die Welt lieben. It means, das bedeutet, God say, one family world. Die eine Weltfamilie. And you say, no, God. Aber ihr sagt zu Gott, nein, Gott. I can sit on the sofa. Ich kann auf dem Sofa sitzen, maximal, wenn. Drink my coffee. Ich trinke meinen Kaffee. And wait until somebody comes and I talk about you. Und ich warte darauf, bis jemand kommt. Vielleicht rede ich noch über dich. About the kingdom of God. Ich rede über das Königreich Gottes. You think that's the way kingdom of God will come? Glaubt ihr, das ist die Weise, wie das Königreich Gottes kommt? Jesus power, maybe that's the way it comes. Jesus dachte vielleicht, dass das die Weise ist, wie das Königreich Gottes kommt. But after mission, what God said? Aber nach der Mission, was hat Gott da gesagt? You have to go straight. Gott hat gesagt, ihr müsst auf die Straße gehen. You think Jesus was happy? Glaubt ihr, Jesus war glücklich darüber? He told his followers, we have to go straight. Jesus sagte seinen Anhängern, wir müssen auf die Straße. We have to go Galilea. We have to go Jerusalem. Wir müssen nach Galiläa, wir müssen nach Jerusalem. We have to give good news. Wir müssen diese gute Nachricht verbreiten. What his followers give him advice? Was haben ihm seine Anhänger als Ratschlag gegeben? What do you think what they were giving advice? Was für Ratschläge haben wohl seine Anhänger ihm gegeben? How many people you read Bible? Wie viele von euch hier haben die Bibel gelesen? What do you think what they were giving advice to Jesus? Was haben sie als Ratschlag Jesus gegeben? Ich möchte mal anfangen. Einer der Aposteln hat gesagt, ich komme mit dir, aber ich muss noch zurück. Mein Vater ist verstorben. Yes, that's right, but there was only one.
Ja, das war es richtig, aber es war nur einer. We want to hear all other 11. Yes, wollen wir die Antwort von allen anderen 11. We have to hear other 11 too, you know. Wir müssen auch die Antwort von allen anderen 11 haben. What other 11 was saying? Was haben die anderen 11 gesagt? Und da war sicherlich auch noch ein Bauer dabei, der hat gesagt, ich muss erst das Feld bestellen, dann kann ich erst mit dir gehen. Wunderbar. Ja, wunderbar. Du hast ja sehr viel noch Wissen. Du hast sehr viel Wissen. Ja, der braucht, before I come with you, I have to make my field. Yet left 10. Okay, jetzt bleiben 10. Today we want to test the knowledge of Hartmut Bibel. Heute wollen wir Hartmuts Bibelwissen testen. Yes. What other 10 say? Was haben die anderen 10 gesagt? If we solve this problem, then we can solve our problem. Wenn wir dieses Problem lösen, dann können wir auch unser Problem lösen. Without any trouble. Versteht ihr? Ohne irgendeinen Ärger. Yes. They said it was your job, you should do that. Sie haben zu Jesus gesagt, das ist dein Job, du sollst das machen. Haben Sie gehört? Habt ihr das gehört? Ja? Sie hat Jesus gesagt, du sollst das machen. Sie haben zu Jesus gesagt, mach du das. Ja, wir kommen später. Wir kommen später, ja? Aber diese Antwort war, Judith hat Moses gegeben. Auch diese Antwort haben die Juden Moses gegeben. So what other 10 say? Was haben die anderen 10 gesagt? If there is some priest is here. Gibt es hier einen Priester? I wish if some priest is here, you know. Yeah, he is a priest. Yeah. Jesus hat gesagt, ihr sollt in eine Stadt gehen und ihr sollt dort predigen und wenn die nicht hören, dann sollt ihr den Staub von euren Schuhen runterschlagen. And what Jesus say? Und was hat Jesus gesagt? No, what followers say? Und was haben die Anhänger auch als Antwort drauf gegeben? You remember? Erinnert ihr euch dran? Ja. Yeah. What? Was haben die Anhänger gesagt? Ich glaube, wir werden. Then. Was haben die anderen gesagt? No, I want to know from them. Ja, er möchte es von euch wissen, nicht von mir. What other 10 give the answer? Was haben die anderen 10 als Antwort gegeben? Two answers we got it. Zwei Antworten haben wir schon bekommen von Hartmut. What other 10 say? Ja, was haben die anderen 10 gesagt? Ja? Ja, bitte. Herr Mikrofon. Eure Mikrofone müssen auch angemacht werden, wenn ihr sprecht. Ja, der eine hat gesagt, er möchte seinen Vater zuerst beerdigen. Yeah, one said he wants to bury his father. Also das Hartmut hat das bereits gesagt in mir. Ja, 10 übrig. Jetzt bleiben noch 10 übrig, weil wir haben auch noch den Bauern gehört. This is a good different city. Give the good news. Jesus hat gesagt, geht in verschiedene Städte, gebt die gute Nachricht. And if they don't listen, und wenn sie euch nicht zuhören, take your shoe and make like this. Ja, nehmt eure Schuhe und schlagt den Staub von euren Schuhen. It means go to hell. Das bedeutet, dass diese Stadt zur Hölle fahren soll. Ja. Yeah. So 10 before, now what 10 are saying? So 10 bleiben noch übrig, ja? Was haben diese 10 gesagt? Jesus hat gesagt, wir gehen in verschiedene Städte. Jesus hat gesagt, wir gehen in verschiedene Städte. Und haben die 10 hat gesagt, haben sie vielleicht gesagt, wenn wir das tun, werden wir gesteinigt werden? When we do this, we will be stoned. Ja, das ist stimmt. Ja, das stimmt, Andreas. Aber das war noch eine Antwort. Aber sie haben noch einen Satz von sich gegeben, noch eine Antwort. Das weiß ich auch nicht. Okay. Sie haben gesagt, du sollst vorgehen und wir kommen dann nach. Nee. Aber eine Antwort ist korrekt. Aber eine Antwort hier ist korrekt. Andreas. Von Andreas. We have a fear. They will stone us. Wir haben Angst, dass wir gesteinigt werden. Aber Jesus hat gesagt, nein, be courage. Jesus sagte aber, nein, habt Courage. Go and give good news. Geht und verbreitet die gute Nachricht. Dann 10 Mitglieder hat gesagt, aber du komm mit. Aber dann haben die 10 Mitglieder gesagt, aber du kommst mit. Ja? Ja. If they stone us, then you are front. Wenn schon sie uns steinigen, dann bist du an der ersten Front, ja? Ne? Du bekommst die ersten Steine ab. You tell me, did I say to member to go or I go first myself? Sagt mir, habe ich zu euch gesagt, ihr sollt zuerst gehen oder bin ich zuerst selber gegangen? Tell me. Sagt es mir. I go myself first
Bin ich selber zuerst gegangen? Or I tell member to go to street. Oder sage ich den Mitgliedern, sie sollen alleine auf die Straße gehen? Du bist zuerst selber gegangen. Ja. You yourself went first. I did not ask them. Ich habe sie nicht gefragt, zuerst zu gehen. I asked them. Ich habe sie gefragt. But they say, we can do different things to make God happy. Ich habe sie gefragt, nachdem ich zuerst gegangen bin. Und sie haben zu mir gesagt, wir können verschiedene andere Dinge machen, die Gott glücklich machen. We can do this, we can do this. Wir können das machen, wir können das machen. And Messiah was stupid. Und der Messias war blöd, ja. Dumm. Dumm. I took the egg and I'm going to here. Ja, ich bin selber gegangen, alleine 2 Jahre. You think I have some problem? Glaubt ihr, ich habe Probleme mental? Psychic problem? Ja, psychische Probleme, dass ich alleine auf die Straße gehe. Was glaubt euch? Ich bin lebensmüde? Was glaubt ihr? Bin ich lebensmüde? My wife, my children say, oh, please don't do that. Meine Frau, meine Kinder haben gesagt, nein, mach das bitte nicht. I say, you are in this point not my family. Und ich habe gesagt, ihr seid in diesem Punkt nicht meine Familie. Not my wife. Nicht meine Frau. My family is God. Meine Familie ist Gott. The moment I hear the voice of God, der Moment, in dem ich die Stimme Gottes höre, I will be the first one. Da werde ich der Erste sein. So I went. Und deswegen ging ich auch. Then my children start feeling schlecht with me. Und dann haben meine Kinder ein schlechtes Gewissen gefühlt. Mit der Zeit. They were not happy. Sie waren nicht glücklich. We can say, unfortunately, wir können auch sagen, sie sind unglücklicherweise gegangen on the street. Auf die Straße. And they hold the flyer. Und die haben die Flyer gehalten. And how? Und wie haben sie die gehalten? My children. Wie haben sie meine Kinder die gehalten? That's okay. Muss, they look at me. Sie haben mich angeschaut. They first look at me. Erst haben sie mich angeschaut. And they had look at me like this. Und sie haben mich angeschaut und sie haben mich so angeschaut. Böse. Böse haben sie mich angeschaut. Und dann, they did not say, das geht über Gott. Und dann haben sie nicht gesagt, das ist über Gott. They hold like this. Die haben so gehalten. Wie Jehovas Witness. Yeah? So wie die Zeugen Jehovas. I say, ask people, das geht nur über Gott. Ich habe gesagt, frag doch die Leute, das ist, und sag ihnen, hier geht es nur über Gott. And they was like a krampf. Und sie waren verkrampft. Papa ist gemein. Papa ist gemein, ja. What is this? How you close it? Okay. Papa is cruel. Papa ist gemein. Mama is lovely. Mama ist lieblich. Mama, Mama war so. Oh nein, nicht meine Kinder. Nein, nein. Something can passieren. Etwas kann passieren auf der Kirche. Children stay home. Die Kinder sollen zu Hause bleiben. What you love to eat. Bitte, fress, was ihr wollt, meine Kinder. God is also gemein. Ja, yeah, Gott ist auch gemein. Yeah. Few times Muslim try to kill you. Ein paar Mal wollten die Muslime schon dich umbringen. They try. Die haben es ja wirklich versucht. And you are still going over there to invite them to kill you? Und immer, und du gehst jetzt freiwillig auf die Straße und lädst sie öffentlich ein, dich umzubringen? Selber schuld. Ja, dann bist du selbst schuld. You are by yourself. Is, how you say, schuld. Ja, bist du selber stehen. Schuld, ja? Bleiben stehen. Sahid, bist selber schuld, wenn du umgebracht wirst. Just die. Ja, da, stimmt doch. And 3 months later, I will love in somebody else. Und dann, 3 Monate später, werde ich wieder jemand anderen lieben. And then my wife will say. Und dann wird meine Frau sagen. New man. Ein neuer Mann. Schatz, ich liebe dich. Wird sie zu einem neuen Mann sagen, Schatz, ich liebe dich. Schatz, ich liebe dich. Und dieser Mann wird sagen, Schatz, ich liebe dich. And my children. Und meine Kinder. Will call new man Papa. Werden diesen neuen Mann Papa nennen. And I'm. Und ich? I'm gone. Ich bin weg. I'm just telling you. Ich sage euch nur. Hearing the voice of God, God is then your family.
Wenn ihr die Stimme Gottes hört, dann ist Gott eure Familie. Not your partner. Nicht euer Partner. Not your children. Nicht euren Kinder. That's why Jesus said. Und deswegen hat Jesus auch gesagt. He was getting sick. Er ist krank geworden. You are not my mother, he said to Maria. Er hat zu Maria gesagt, zu seiner Mutter, du bist nicht meine Mutter. Bible saying. Das sagt die Bibel schon. You are not my sister, brother. Ihr seid nicht meine Schwestern und Brüder. Bible say. Sagt die Bibel. My sister, brother is who like to listen to the voice of God. Meine Schwestern, meine Brüder sind diejenigen, die der Stimme Gottes zuhören möchten. You see that? Seht ihr das? That's why, let's say, journal, yeah? Angenommen, ja, ein General. And he says, soldier. Er sagt zu den Soldaten. Straight forward. Gerade nach vorne. Und soldier say. Und die Soldaten sagen. I can go right or left wherever I want. Oh, ich kann vielleicht auch nach links oder nach rechts gehen, wo auch immer ich möchte. What's gonna happen to soldier? Was passiert dann mit den Soldaten? What is it? Was passiert mit denen? He said, turn right. Wenn der General sagt, nach rechts, you go left. Aber ihr geht nach links. What's gonna happen then? Was passiert dann? Alles läuft kreuz und quer durcheinander. The senior will punish the soldier. No. What is she said? She said, kreuz und quer, Chaos. Yes, but let me tell you with deutsche Sprache. Aber lasst mich das euch auf deutscher Sprache sagen. Eure Hintern würde sein im Gefängnis. Euer Hintern wird ins Gefängnis kommen. Das ist die Sprache. Das ist die Sprache, ja. Court martial. Ja, Kriegsgericht. Ihr werdet vor das Kriegsgericht kommen als Soldaten. Yes. Now then, they know we go outside, we're gonna be stoned. Und diese 10, sie wussten, wenn wir nach draußen gehen, werden wir gesteinigt. I know if I go in city. Und ich weiß, wenn ich in Städte gehe, anytime they can kill. Die können mich jederzeit umbringen. 5 times they attack me. 5 times haben sie mich schon angegriffen. Mit Messern. Mit Schlagstöcken. I know. Ich kenne das alles. But shall I hear the voice of God or shall I hear the voice of my family? Aber soll ich der Stimme Gottes zuhören oder soll ich der Stimme meiner Familie zuhören? Or my friend. Oder meiner Freunde. Or my Gesellschaft. Oder meiner Gesellschaft. What do you think? Was glaubt ihr? Who shall I hear? Wem soll ich zuhören? Der Stimme Gottes. So? The voice of God, Andreas said. Then? Dann? Who is our family? Wer ist unsere Familie? Was? Zuerst. Who? Wer? Gott. Gott. Yes. Then, 10 members was very clever. Und die 10 Mitglieder, die waren sehr schlau. He said to come with. Die haben gesagt zu Jesus, du kommst mit. And not only mit. Und nicht nur mit. To come vorne. Du kommst nach vorne, ja. You should come first. Du kommst an erster Front, ja? Der Stein kommt zuerst auf deinen Kopf. And they really happened. Und es ist wirklich so passiert. They start stoning. Die haben angefangen, die Leute, sie zu steinigen. And they all had to run. Und sie alle mussten rennen. If we behave like this, wenn wir uns so verhalten, you think kingdom of God will establish? Glaubt ihr, das Königreich Gottes wird etabliert werden? Then. Sagt es mir. You think God know better or we know better? Was glaubt ihr? Weiß Gott das besser oder wissen wir es besser? How long we are now in street? Wie lange sind wir jetzt schon auf der Straße? Elisabeth, du bist der Zeitmeister. 5 Jahre hast du doch eben selber gesagt. Ich meine 2017. Im Oktober oder September 2017. Ne? Im September diesem Jahr sind es 6 Jahre. And God was saying, how many years? Und Gott hat gesagt, wie viele Jahre sollen wir das machen? 7. Ich wollte nur mal euer Zeugnis haben. God created 6 time period creation. Gott hat die Schöpfung in 6 Zeitperioden geschaffen. And number 7, God relaxed. Und bei Nummer 7 hat Gott sich dann erholt. And we still have 1.5 years.
Und wir haben immer noch 1,5 Jahre. And if you don't go with happy heart, und wenn wir nicht mit glücklichem Herzen gehen, what can happen? Was wird dann passieren? What do you think? Was glaubt ihr? We giving milk as a cow. Wir geben Milch wie eine Kuh. But we throw pinkel in there. Ja, aber wir pinkeln in die Milch rein. What happened? Was passiert dann? I would not drink. Ich würde nicht daraus trinken. Milch wird sauer, ne? Huh? Yeah. Ja, nicht nur sauer, ja. So, when God says 7 years, wenn Gott also sagt 7 Jahre, and we go happy heart, und wir mit glücklichem Herzen gehen, and we say to God, und wir sagen zu Gott, oh God, this is not enough to go in street. Gott, ist es nicht einfach, ist es nicht genug, wenn wir nur auf die Straße gehen? We will do this, we will do this, we will do this. Wir werden das tun, werden das tun, werden das tun. You make God happy. Dann macht dir Gott glücklich. Okay. Okay. But you cannot say to God, we do this and this and this, but this what we don't do, because you ask. Aber wir können nicht zu Gott sagen, Gott, wir machen das und das und das, aber das, nachdem du fragst, machen wir nicht. No kingdom. Dann wird kein Königreich Gottes kommen. Okay. Okay? So when God said, go 7 years, wenn Gott also sagt, geht 7 Jahre, God was taking rest after creating 6-time period creation. Gott hat also nach diesen 6 Zeitperioden bei der 7. Zeitperiode sich erholt. And number 7, God took it relax. Und Nummer 7, da hat Gott sich entspannt. So if we go with happy heart, wenn wir also mit glücklichem Herzen gehen, for 7 Jahre, what do you think, what we expect from God? Was glaubt ihr, was erwarten wir da dann von Gott? Or what do you think what God gonna give us? Oder was glaubt ihr, was wird Gott uns dann geben? God will be happy from us. No, but what God will give? Was wird Gott uns geben? Den nächsten Job. Die nächste Aufgabe. Next task. First, what God will do? Was wird Gott zuerst tun? Next job. His love. Seine Liebe. What do you think what God will do? Was wird Gott tun? Er wird uns Licht geben. He will give us light. Who said? Andreas. Okay. Okay. That's one thing. Das ist eine Sache. But what else God will do? Aber was noch wird Gott tun? After that. Bitte? Ja? Vielleicht ein Segen dafür, für die Zeit? Nein. Blessing for this time? Richtig. Richtig. Eine Belohnung. Wir werden eine Belohnung bekommen. Reward. Eine Belohnung, ja. God said to me, go to street. Gott sagte zu mir, geh auf die Straße. God said, I say, God, that's nothing. Und ich sagte, Gott, das ist noch gar nichts. I want to do this. And I want to do books and I want to deal with the world. God. Ich möchte das und das tun. Ich möchte Bücher machen und ich möchte mich um die Welt kümmern. All over the world. Überall um die Welt, ja. When I say this thing, und als ich das sagte, God was smiling. Da lächelte Gott. But, wow. Gott sagte, wow. And if we go, okay, 7 years mean not this time period. Somebody started even yesterday, yeah? 7 Jahre bedeuten nicht, dass jemand einfach nur gestern anfängt. Yes, everybody count when they started, yes. Then their 7 years will be completed. Ja, yeah. Jeder Einzelne von euch, der muss seine Anfangszeit nehmen und von da an beginnen die 7 Jahre. Für diese Person selber. 7 Jahre dunkel, einmal muss scheinen. 7 Jahre dunkel und dann wird es einmal scheinen. That means blessing is waiting for us. Das bedeutet also, Segen wartet auf uns. But even Muslim, they understood this thing. Aber selbst die Muslime haben diese Sache verstanden. Jewish understand. Selbst die Juden haben das verstanden. They went around the cities 7 times. Die sind um die Städte 7 Mal gegangen. Wall breakdown. Die Wände sind gebrochen. If we go happy heart 7 years. Wenn wir mit glücklichem Herzen 7 Jahre gehen. The blessing will be from society we will go to nation. Der Segen wird dann sein, dass wir von der Gesellschaft auf die Nationsebene gehen. This will be the blessing. Das wird der Segen sein. But if God says, aber wenn Gott sagt, I'm not happy. Ich bin nicht glücklich. Yes. Ja.
Then what shall we do then? Was sollen wir dann tun? Shall we go again seven years? Sollen wir wieder 7 Jahre gehen? Some people say, manche Leute sagen, I'm on my spiritual journey. Ich bin auf meiner geistigen Reise. One day. Seit einem Tag. I will reach it. Oder nicht. Ich bin auf meiner geistigen Reise und eines Tages werde ich das vollenden. Who say that you're gonna reach? Wer sagt denn, wer garantiert euch, dass ihr das erreichen werdet? It is like this. Es ist nämlich so. If you take continue a whirlpool, wenn ihr immer und immer wieder Umleitung nehmt. And they say, oh, one day I will go. Und ihr sagt, oh, eines Tages da werde ich mein Ziel erreichen. You think it will happen? Denkt ihr, das wird jemals zustande kommen? No. Nein. Yeah. I mean, I don't want to say, but. Ich möchte hier nicht sagen, ja. Christiane war whole day. Aber Christiane arbeitet den ganzen Tag. Aber dann she was working whole night. Und dann arbeitet sie auch noch die ganze Nacht. And morning time she coming back. Und morgens kommt sie früh, am Morgen kommt sie wieder. To take a rest. Um sich ein bisschen auszuruhen. You think I was happy or I was feeling bad conscience? Glaubt ihr, ich fühle mich da glücklich oder habe ich ein schlechtes Gewissen bei sowas? If she can give so much time. Wenn sie so viel Zeit geben kann. Wer bin ich dann erst? Yeah. If this is my God, my journey, my love. Ist das nicht mein Gott, meine Reise, meine Liebe? That's what we have to think about. Darüber müssen wir nachdenken. Now we coming in the end. Jetzt kommen wir zum Ende, ja? Three things did not happen. Drei Dinge, die sind nicht passiert. By the Messiah. Durch den Messias. Number one. Nummer eins ist. God saying, what you must reveal what you saw. Du musst offenbaren, was du gesehen hast. And Messiah saying, time is not arrived. Zeit ist nicht reif. Gott sagt, du musst offenbaren, was du gesehen hast. Und der Messias sagt, die Zeit ist nicht reif. You think God is wrong? Who is wrong here? Wer liegt dir falsch? Glaubt ihr, Gott liegt falsch? What is it? Was glaubt ihr? God say, reveal the heavenly truth. Gott sagt, offenbart die himmlische Wahrheit. Some say, they will not understand. Aber der Sohn sagt, oh, wir werden das nicht verstehen. Earthly thing. Die irdischen Dinge. Now tell me, who is wrong? Sie werden die himmlischen Dinge nicht verstehen, weil sie nicht mal die irdischen verstehen. Jetzt sag mir, wer liegt hier falsch? We are talking about logical. Wir sprechen hier ganz einfach über logische Dinge. You think God is wrong or Jesus is wrong? Glaubt ihr, Gott liegt falsch oder liegt Jesus falsch? Jesus lag falsch, das haben wir ja gesehen. 2000 Jahre weiterhin Leid und Schmerz. It means Father was right. Das bedeutet, der Vater lag richtig, liegt richtig. And Jesus said, they will not understand big heavenly secret. Und Jesus sagt, oh, sie werden die großen himmlischen Geheimnisse nicht verstehen. One mistake. Das war ein Fehler bereits. Number two. Jetzt kommt Nummer zwei Fehler. I'm sorry, I'm not mean to you. No? Ja, Kamera verdeckt ist. Yeah, I just was saying number two. Ja. Man zählt, er zählt halt so mit auch mit Menschen. Number two. Nummer zwei. When I was not able to do my mission continue. Als ich oder wenn ich nicht in der Lage wäre? When I was not able to do my mission. Wenn ich nicht in der Lage gewesen wäre, meine Mission zu tun. I was not able to do in my country. In meinem Land Pakistan war ich nicht in der Lage, meine Mission zu tun. What do you think what God said to me? Was glaubt ihr, was hat Gott da zu mir gesagt? Leave this land. Er hat zu mir gesagt, verlasse dieses Land. I have chosen new land. Ich habe ein neues Land auserwählt. Number two mistake. Fehler Nummer zwei. God says, if this nation, Gott sagte, wenn diese Nation 21 year not hearing you, 21 Jahre dir nicht zuhört, go to Rome. Dann geh nach Rom. We don't want to go to Rome. Aber er wollte nicht nach Rom. What do you think, why not? Was glaubt ihr, warum nicht? God said, geh to Germany. Gott sagte zu mir, geh nach Deutschland. Forget. Vergiss das alles. And God said to Jesus. Und Gott sagte zu Jesus. Leave these Israelites. Verlass diese Israeliten. Go to Rome. Geh nach Rom. Jesus,
don't want to go. Jesus wollte aber nicht nach Rom. Number two mistake. Das war Fehler Nummer zwei. Number three. Jetzt kommt Fehler Nummer drei. What do you think? What is the mistake number three? Was glaubst du, was war Fehler Nummer drei? If I say tomorrow, wenn ich morgen sagen würde, God, that's too heavy confrontation with me. Gott, das ist eine zu heftige Konfrontation. I am a blacklist in Islam. I am blacklist everywhere. Ich bin auf der schwarzen Liste des Islams. Ich bin auf der schwarzen Liste überall. I can do the mission, yes. Ich kann die Mission tun, ja. But let me go Allgäu. Yeah. Aber lass mich bitte in den Allgäu gehen, ja. Das ist so schön. 2900 Meter. Ja, 2900 Meter in die Höhe. Da fühle ich mich so frei. Anybody come in Allgäu? Jeder, der in den Allgäu kommt. I will speak about Kingdom of God. Dort, jeder, der dann in den Allgäu kommt, dort werde ich dann zu ihm über das Königreich Gottes sprechen. What do you think? He went to Rome or he went to Kashmir? Ja, was glaubt ihr? Ist Jesus nach Rom oder nach Kashmir gegangen? Kashmir, ja. Three mistake. Ja, das war der dritte Fehler. And we say, finito della musica, passata della festa. Wir sagen, finito della musica, passata della fiesta. What do you think? Kingdom of God was gone. Was denkt ihr? Das Königreich Gottes war dann weg. Who took over? Wer hat dann übernommen? Who? Wer? Die Engel. Angel. Angel later. Die Engel später. Who took over? Wer hat die Mission von Jesus übernommen? Paulus. When the kingdom of God mission was over, who took this over this dominiert his member? Als die Mission Gottes vorbei war, ja, nicht geklappt. Who took over? Wer hat das übernommen? Wer hat die Paul, who became Saul, who became Paul. Paul. Saulus, der zu Paulus. Very good. Sehr gut. Saul came. Saulus kam. Saul came. Saulus kam. Angel came. Die Engel kam. New religion. Eine neue Religion. Christianity. Und dann kam das Christentum. Kingdom of God. Das Königreich Gottes. Jesus was saying in our hand. Jesus sagte, das Königreich Gottes ist in unseren Händen. Where is the kingdom of God? Aber wo ist denn das Königreich Gottes? It slipped away. Es rutschte aus unseren Händen. And we are now very similar situation. Und wir sind jetzt in einer ganz ähnlichen Situation. 45 years later. 45 Jahre später. Listening God. Wir hören Gott zu. God giving me the word. Und Gott gab mir die Belohnung. God said, German people don't follow you, that's okay. Gott sagte, ach, okay, wenn die Deutschen dir nicht folgen, dann ist das okay. I give you blessing in Africa. Ich gebe dir den Segen nach Afrika. New Zealand. Nach Neuseeland. America. Nach Amerika. England. Nach England. Philippinen. Nach den Philippinen. All over the world. Überall auf die Welt. Our teaching. Unsere Lehre geht dorthin. First you listen God. Zuerst hört ihr Gott zu. Then come the blessing. Und dann kommt der Segen. Yes, like a water. So wie Wasser. You take this will of God. Ihr nehmt diesen Willen Gottes. When water is full. Und wenn das Wasser voll ist, then dann übergießt es ja und dann kommt es auf euch. Shall we make similar mistake like a 2000 years ago? Sollen wir einen ähnlichen Fehler wie vor 2000 Jahren machen? Den gleichen Fehler? It's up to us. Das liegt an uns. For me? Für mich. God voice is first. Steht Gottes Stimme an erster Stelle. God love is first. Ist Gottes Liebe an erster Stelle. But I'm not working because of light of God. Aber ich arbeite nicht, um das Licht Gottes zu erhalten. I'm not working the will of God to find one hole to enter in paradise. Ich arbeite nicht für den Willen Gottes, um ein Loch zu finden, um ins Paradies zu gelangen. That's what Muslims want. Das ist, was Muslime wollen. Muslims want to find one hole so they can go paradise. Muslime wollen ein Loch finden, um ins Paradies zu kommen. What about Jews? What about Christians? Was ist mit den Juden? Was ist mit den Christen? Muslim? Die Muslime? They say they can go to hell. Die Muslime sagen über die Juden, über die Christen, sie können zur Hölle fahren. They go in the hell. Sie gehen in die Hölle. Quran is written. Im Koran steht. Only Islam. Nur der Islam. Otherwise. Ansonsten. Disadvantage. Werdet ihr Nachteile bekommen. We go to Christianity. Ja, gehen wir jetzt zum Christentum. Similar belief.
haben wir einen ähnlichen Glauben. Jesus kommt, will take Christian. Or what about other? Ja, Jesus kommt, er nimmt alle Christen mit. Und was ist dann mit den anderen? Ja, die gehen. Ja, die fahren in die Hölle. You think God see like this? Denkt ihr, Gott sieht das so? So, now what I'm saying. So, was ich jetzt sage. This is, you are in this moment in history, Messiah. Ihr seid in diesem Moment in der Geschichte Messias. When you go on the street, you feel the heart of Jesus. Wenn ihr auf die Straße geht, dann fühlt ihr das Herz von Jesus. Von Noah. Von Noah. Von Abraham. Von Abraham. How lonely that is. Ihr fühlt, was für ein einsamer Pfad das ist. But I'm very pleased. Aber ich bin sehr zufrieden. Yesterday we was in Gießen. Denn gestern waren wir in Gießen. But all members was very happy. Alle Mitglieder waren sehr glücklich. They was very happy. Sie waren sehr glücklich, die Broschüren zu verteilen. They don't care what they think. Die interessierte nicht, was die anderen denken. I was saying, oh, that's a good education. Und ich sagte, ach, das ist eine gute Erziehung. Yes, they all are happy. Sie sind alle glücklich. Yes, if we go this way, wenn wir auf diese Weise gehen, new door will open. Dann wird sich eine neue Tür öffnen. New wind will come. Ein neuer Wind wird kommen. New blessing will come. Ein neuer Segen wird kommen. God bless you. Gott segnet euch. If you have a question, ask. Wenn ihr Fragen habt, dann bitte fragt mich jetzt. Vielleicht darf ich mal erzählen, dass wir am Sonntag auch darüber gesprochen haben, auf die Straße zu gehen. Und dann haben wir mehr oder weniger ein bisschen gelächelt, also mit einem Lachen im Gesicht gesagt, dass du uns, glaube ich, vor einiger Zeit mal gesagt hast, wenn jemand eine Broschüre nimmt, dann darf er später deswegen für 3 Monate ins Paradies. Das stimmt doch, oder nicht? One time they were talking about book giving booklets, and I remembered one time you said when someone takes this booklet, then he is allowed for 3 months to go vacation into paradise. Only 3 months. Aber nur 3 Monate. Dann unter. Ja, und wir haben dann gesagt, dass wir innerlich gesagt haben, Leute, ihr habt ein Ticket für 3 Monate Paradies, bitte nehmt die Broschüre. Dann war das noch eine ganz andere Motivation. Yes, but I make a difference. Aber ich mache hier noch einen Unterschied. Many members helping us. Yeah? Viele Mitglieder helfen uns. I, Hartmut. Hartmut. Other members. Some are andere very Mitglieder. Old. Yeah? Manche sind sehr alt. I'm very old too. Ich bin auch sehr alt. But I'm in fit. Yeah? Aber ich bin immer noch fit. Yes, but aber they're helping us. Sie helfen uns. So they're all together as a Mannschaft. Yeah? Deswegen sind sie alle zusammen als Mannschaft. Yeah, because they're helping us. Yeah? Weil sie uns helfen. Other reason they don't go, we don't ask. Yeah. Ja, wenn sie aus anderen Gründen nicht gehen, dann fragen wir nicht danach. That's right. Das but they are doing something. Aber sie tun etwas. But the one who are sportlich. Aber diejenigen, die sportlich sind. Who are, they should go actually, you know. Die sollen auf die Straße gehen. Yes. Who can? Die können, die in der Lage sind. Yes. Otherwise, whatever they are doing. Also, auf der anderen Seite, was auch immer sie tun, they will be rewarded. Dafür werden sie belohnt. But God want more and more people go in this street, actually. Aber Gott möchte, dass mehr und mehr Leute auf die Straße gehen. So one day, when the whole German know what is the good news from God. Yeah? Eines Tages werden die Deutschen wissen, was die gute Nachricht ist. And they will not follow. Und, aber wenn sie ihr dann nicht folgen werden, what do you think will happen? Was glaubt ihr, wird passieren? What is it? Was glaubt ihr, wird passieren? Yeah. This is, I have a fear. Then God will choose some other nation. Dann wird Gott eine andere Nation auserwählen. And now God already doing it. Und jetzt tut Gott das bereits. He's sending our teaching all over the world. Er schickt unsere Lehre überall auf die Welt. And he's watching. Und er schaut. Where fruit comes? Wo die Frucht herkommt. He's gonna say to Messiah, go over there. Und wird er zum Messias sagen, geht dorthin. And what I will say? Was werde ich sagen? I love Germany. Werde ich dann sagen, oh, ich liebe aber Deutschland. Meine Familie ist dort. Freunde alle. What God gonna say to me? Was will Gott zu mir sagen? Yeah, bleib bei deiner Familie. Ja, bleib bei deiner Familie. No. If tomorrow one other nation coming. Wenn morgen eine andere Nation kommt. And God said to me. Und Gott zu mir sagt. Go over there. Geh dorthin. There are more people responsible. Dort werden dir mehr Leute antworten. Dann werde ich dorthin gehen. Like I'm going with Romania now. So wie ich jetzt nach Rumänien gehe. In April. Im April. With Julian. Mit Julian. Let's say
there are a few thousand people respond to me. Angenommen, ein paar tausend Leute antworten mir. I still in Rumänien. Dann bleibe ich in Rumänien. Who responds more? Der mir mehr antwortet. This is promised land, actually. Das ist das gelobte Land. Yes. Ja, dort, wo die Leute mehr antworten. So we should learn to see like God. Wir sollten also lernen, die Dinge so wie Gott zu sehen. Hear like a God. Die Dinge so wie Gott zu hören. Feel like a God. So, die Dinge so wie Gott zu fühlen. Kingdom of God is there. Und dann ist das Königreich Gottes da. And what one last thing, what God said? Eine letzte Sache noch. Was sagt Gott? How much foundation you lay? Je nachdem, wie viel Grundlage du legst, 100-year possibilities there. Ja, ist die Möglichkeit für das Königreich Gottes in 100 Jahren da. What happened 2040? Was passiert 2040? What happened 2016? Was passiert 2016? What happened 2018? Was passiert 2018? And what happened end of century? Und was passiert am Ende des Jahrhunderts? I think you heard from me many times. Ich glaube, das habt ihr schon viele Male von mir gehört. Ja oder nein? Ja oder nein? Nee. Doch. Okay, we will speak in seminar. Da werden wir über auch im Seminar drüber reden. Please ask me questions. Bitte, ihr könnt mir jetzt Fragen gerne stellen, eure Mikrofone anmachen und Fragen stellen. Let's say people took the picture. Ja, angenommen, Leute nehmen die Broschüre von euch. They go in spiritual. Und sie gehen in die geistige Welt. Let's say somebody take a picture. Angenommen, jemand nimmt die Broschüre. 10 Meter später, he threw in the Müll. Und 10 Meter weiter wirft er sie in die Mülltonne. You think he will go 3 months in paradise? Glaubt ihr, diese Person wird 3 Monate ins Paradies gehen können? In spiritual world, he find out. In der geistigen Welt findet er heraus. What kind of jackpot was for God? Was für ein Jackpot das von Gott war? What he did. Und was er da getan hat. Let's say you find out you could win the lotto. Angenommen, ihr findet raus, ihr hättet im Lotto gewinnen können. Jackpot. Den Jackpot. But you did not hear the voice. Aber ihr habt dieser Stimme nicht zugehört. How you gonna feel? Wie werdet ihr euch dann fühlen? Schlecht. Ja, schlecht. The people. Die Leute. Who taking brochure from us. Die die Broschüre von uns nehmen. This is a ticket. Das ist ein Ticket. For spiritual world for God. Für die geistige Welt, für Gott. We're not gonna judge them. Werden sie nicht richten. Angel will tell us. Die Engel werden uns das sagen. They can be 2 weeks, they can be 3 weeks, they can be 4 weeks, they can be 3 months. Das kann 2 Wochen sein, 3 Wochen sein, 4 Monate sein. But they get one chance. Aber sie bekommen nur eine Chance. What do you think, after paradise, when they're gonna come back to hell, they will be happy? Was denkt ihr, wenn sie nach dem Paradies wieder in die Hölle kommen, werden sie glücklich sein? Nein, werden sie nicht. Let's say. Angenommen, ja. There are many middle dimensions. Oder es gibt viele mittlere Dimensionen. If you have a light. Wenn ihr Licht habt. You are landing over there. Und ihr landet dort. You have to give brochure over there. Müsst ihr dort Broschüren verteilen? Damit müsst ihr dort Broschüren verteilen? In der mittleren Dimension? Wenn ihr dort landet? Mit eurem Geist? Nein. When you have a light. Wenn ihr Licht habt. In our member, when you gonna have a light. Bei unserem Mitglied, wenn ihr Licht habt. You go middle dimension. Und ihr mittlere Dimension geht. They see the light is Strahlung. Dann sehen sie das, die Strahlung dieses Lichtes. They're running. Und die rennen zu euch. Oh, he's over there, he's over there. Und die sagen, oh, der ist dort drüben, der ist dort drüben. You don't need to give brochure. Ihr braucht keine Broschüren geben. Before you landing 10,000 Spirit will welcome you. Bevor ihr landet, werden dort 10,000 Geistwesen euch willkommen heißen. And what they will ask you? Und was werden sie euch fragen? To you. Was werden sie euch fragen? Ob sie Licht abbekommen können. Bitte? If they can get light from you. Who say? Dennis. Right. He's very intelligent. Er ist sehr intelligent, der Dennis. Yeah. Right. Aber Realization is something else. Aber Realisation ist immer was anderes. Wahrnehmung ist anders. Wahrnehmung ist auch was anderes. Knowledge is, Wissen ist eine Stufe. My feeling is, my son-in-law has more knowledge than I. Mein Gefühl ist, dass mein Schwiegersohn mehr Wissen hat als ich. Aber Wahrnehmung. Aber Wahrnehmung. Yes. Even there, they will not ask you, God give you light. Dort werden sie euch nicht fragen, hat Gott euch das nicht gegeben? Say, can I have this? Die können sagen, oh, darf ich das haben? And what God said? Was sagt Gott? Ich gehe in deutsche Sprache. Jetzt erstmal auf Deutsch. Geistige Welt, kaufen, verkaufen, Licht ist nicht möglich. In der geistigen Welt ist das Kaufen und Verkaufen von Licht nicht möglich.
Selling and buy is not possible. Yes. Yeah. Even you love your child so much that you go to doctor. Das, wenn ihr so euer, selbst wenn ihr euer Kind noch so sehr liebt und ihr geht zum Arzt. Und doctor want to give him injection. Und der Arzt möchte ihm eine Spritze geben. You say no, give injection in my Hintern. Und ihr sagt, und ihr liebt euer Kind so sehr und sagt, nein, gib die Spritze in meinen Hintern. I cannot see this. Denn ich kann das nicht mit anschauen, wie ihr meinem Kind eine Spritze gebt. It's gonna help your child? Wird das eurem Kind helfen? No. Nein. They want to have this light. Sie wollen dieses Licht haben. You did not got this light because you did not verdien this light. Aber ihr habt dieses Licht. Ihr habt, oder die Wesen haben dieses Licht nicht bekommen, weil sie dieses Licht nicht verdient haben. They was loving God. Sie haben Gott geliebt, diese Wesen, die das and haben. In this love, und in dieser Liebe seed, ist ein Samen. Open up in your spirit to have a light. Und dieser Samen hat sich im Geist geöffnet und hat das Licht dann gegeben. And you will also say middle dimension. Und werden auch in der mittleren Dimension sagen. I can tell you where I got this light. Ich kann sagen, woher ich das Licht habe. I got a light by God. Ich habe das Licht durch Gott. You think they're interested to hear about God? Glaubt ihr, die interessieren sich für Gott? Yeah. Nein. Then they ask you second question. Dann fragen sie euch die zweite Frage. Can you go all over the eternal life? Könnt ihr im ganzen ewigen Leben, durch das ganze ewige Leben reisen? You will say yes. Ihr werdet sagen ja. Who gave you this freedom? Und sie werden euch fragen, wer hat euch diese Freiheit gegeben? You say God. Und ihr werdet sagen Gott. But they don't want God. Aber sie wollen Gott nicht. They want to steal the light. Sie wollen einfach nur dieses Licht klauen. And this is not possible. Und das ist nicht möglich. And this is gonna happen in spiritual world. Und das wird in der geistigen Welt passieren. When you walk for God, wenn ihr vor Gott lauft, for the will, für seinen Willen, you have a light. Dann habt ihr Licht. You go in dimension where your families are there. Und dann geht ihr in Dimensionen, wo eure Familien sind. Tante, Verwandte. Eure Tanten und Verwandten. And you go there. Und ihr geht dorthin. First they will be very happy. Und erst werden sie sehr glücklich sein. Oh. Und sie werden sagen, oh, oh. Take me with you. Nehmt mich mit euch. I'm here. Ich bin noch hier. Oh, in not so good world. Und ich bin in einer gar nicht guten Welt. And when you will say, no, I came here to educate. Und wenn ihr sagen werdet, nein, ich bin hierher gekommen, um euch zu erziehen. No, you give me your light. Dann werden sie zu euch sagen, ach, nee, ich möchte nur dein Licht. You say, I cannot give you light. Aber ihr werdet sagen, ich kann euch dieses Licht nicht geben. They're gonna say, you are so selfish. Dann werden sie zu euch sagen, ach, du bist so selbstsüchtig. Like I saw, Christiana went in the spiritual world. So wie ich auch gesehen habe, Christiana ist in die geistige Welt gegangen. Her family was down. Und ihre Familie war unten. Her family said, und ihre Familie hat gesagt, Christiane, du hast uns vergessen. Christiane, du hast uns vergessen. Du hast diese Liebe vergessen. Du hast diese Liebe vergessen. Now Christiane cannot give light. Und jetzt kann Christiane nicht das Licht geben. Christiane wanted to give education. Christiane wollte diese Erziehung weitergeben. And there was only certain time to be stay there. Und da war nur eine bestimmte Zeit, um dort zu bleiben. And Christiane was feeling dizzy. Christiane wurde schwindelig. She wanted to leave this world. Sie wollte diese Welt verlassen. And they said to Christiane, und sie sagten zu Christiane, you don't love us. Du liebst uns nicht. This will happen life after death. Das wird im Leben nach dem Tod passieren. Yeah. Ja? Then you remember. Dann erinnert ihr euch an mich. I'm not a judge. Ich bin kein Richter. Okay, I'm sorry. I give you a question. Es tut mir leid. Ihr dürft jetzt gerne Fragen und Antworten stellen. Ja? Einen Moment eben.